Wir sind live, wir sind verstrahlt und wir sind sehr, sehr düster. Und wir begrüßen heute einen echt herrlichen Gast auf der Couch. Herzlich willkommen zu Bada Binge. Bada Binge wird präsentiert von Fritz. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bada Binge, ganz im Dunkeln. Ja, wir haben wieder wir sind die beiden Copperfield-Köpfe heute wieder. Herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute einen fantastischen Gast und dieser sitzt zu meiner Linken und das ist Rain Kühn. Jetzt hast du es komplett falsch umgesprochen. Ja, das war der Klassiker im Gehirn, weil vorher noch er nach extra gefragt, was ist dir lieber, Ren? Du hast dich gut informiert vorher. Ja, und dann jetzt sofort. Ja. Ren Kühn, sagen wir es jetzt einfach mal. Gibt Schwierigeres. Kühn sprechen wir es aus. Ren, kannst auch Kühn sagen. Es wird auch gerne gesagt. Kühn. Sag einfach Kühn. Okay. So, ein bisschen abwertend ist da drin. Ren. Nee, Ren ist doch cool. Ren ist Stimpy. Kühn? Ich meine, ist doch Kühn. Ja, aber es ist ja je nachdem, wie du es sagst. Wie kann man Kühn jetzt falsch aussprechen? Oh, glaub mir, da gibt's Leute. Egal. Ja, guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen uns, genau. Wollen wir mal was Serien reden? Ja, genau. Ich lache innerlich noch über dieses Verstrahlt. Das ist natürlich so offensichtlich, dieser Witz. Ja, es ist halt. Ja, ich ahne auch, im Titel wird irgendwie in so der Richtung irgendwie ein Wortspiel drin sein. Wird auf jeden Fall auf zum Atem geben. Genau, es bietet sich halt auch, genau, es bietet sich sehr gut. Es bietet sich heute auch natürlich sehr gut an, liebe Freunde der Serienunterhaltung. Daniel ist wieder da, ich freue mich sehr, dass wir endlich wieder zusammen bei der Binge machen, sozusagen in den nicht-Game of Thrones-mäßigen Folgen. Wir hatten ja quasi wie eine Pause jetzt eigentlich so. Wir hatten eine kleine Pause, ja. Eine Eiszeitpause. Genau. Und jetzt sind wir wieder zurück und freuen uns sehr, dass du dabei bist, wenn wir wieder zusammen sind. Und haben heute Serien, wo wir uns, glaube ich, beide richtig drüber freuen, drüber zu reden. Ich glaube, alle, oder? Ja, also. Du auch. Du hast beide gesehen, ne? Ich habe mir ganz viele Fragen zurechtgelegt, die ich nicht beantworten möchte. Nee, ich meine, alle reden gerade über Tschernobyl zum Beispiel. Und Dark ist, glaube ich, jetzt noch gerade verhalten, weil es startet ja erst am Freitag wieder. Mhm. Aber diese andere Serie ist ja schon, die geht ja gerade um die Welt einfach, ne? Ja. Aber jetzt noch mal kurz, um dich mal so ein bisschen einzugliedern. Du hast unter anderem einen YouTube-Kanal namens Serienflash. Das ist korrekt. Und auch seit kurzem oder noch nicht ganz so langer Zeit wie Serienflash auch einen Kanal namens Filmflash. Ja, ich habe gedacht, seit Februar mache ich Filmflash in der Tat, weil ich irgendwie auch Lust hatte, über Filme zu reden. Aber ich mache ja mehr News, also ich bin nicht so der Kritiker-Typ. Ich mag das auch bei Serien nicht. Ich gucke, glaube ich, 20 Serien und wenn ich 3 davon gut finde, mache ich dann ein Video zu. Aber ich kritisiere so ungerne. Ich rede lieber über das, was mir gefällt. Und das mache ich bei Filmflash halt auch, aber viele wollten halt, dass ich Film mache, aber ich wollte immer diesen Content drin, weil ihr wisst es selber, Serien sind so viele und wenn du dazwischen dann noch Filmthemen einbaust, das war so unsortiert und das wollte ich nicht, deswegen mache ich jetzt. Ich finde das aber eigentlich einen ganz schönen Ansatz sozusagen, dass du sagst, du machst nur Sachen über Sachen, die du magst, weil es ist ja viel einfacher, sich über Sachen zu kritisieren, ist ja einfacher draufzuhauen auf irgendwas, das heißt, es ist ja eigentlich löblich, wenn du sagst, nee, dann suche ich mir nur die Sachen und singe ein Loblied auf eine Serie, anstatt einfach, weil jeder kann ja irgendwie sagen, die Serie war kacke und da hau ich jetzt drauf und mach mich drüber lustig. Du hast aber ja bei jeder Serie irgendwas, wo du denkst, so, ach Gott, ne? Also außer bei Sopranos, ja. Das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Musst du auch schmunzeln, ich habe letzte Folge gesehen, obwohl die Mutter nervt, muss ich sagen. Stimmt, die Mutter nervt ein bisschen. Aber nervige Charaktere wie bei Breaking Bad. Skylar, sorry, das ist die geilste Person der ganzen Serie, weil sie so nervig ist. Ey, das finde ich ein gutes Argument. Das sagen echt viele, dass Skylar nervig ist. Ich fand die auch nie als. Ich fand die auch nie so gestört. Immer so, also, die ist so eine Bitch. Und weil die halt, weil alle ja natürlich für Walter White rooten so die ganze Zeit. Natürlich, deswegen mögen sie halt den Antagonist sozusagen. Aber deswegen ist es ja so gut. Ja, ich find's auch gut. Ja, rootet nur mit dem Schwerverbrecher, der hier Drogen unter die Kinder bringt und so weiter. Nur damit er sein eigenes kleines. Habt ihr nicht letztens diesen Schauspieler gehabt, der im Online Drogen vertickt? Ja. Genau. Maximilian. Genau. Maximilian Mund war hier, genau, vor 2 Wochen. Was sind denn so, sagen wir mal, 3 Serien, wo ein Ren Kühn sagt, Alter, das war das Beste, was ich seit langem gesehen habe? Also so, was sind so 3 Serien, die dich definieren oder die dich definiert haben zu dem Punkt, dass du gesagt hast, ich rede gerne über Serien? Oh, das ist ja lange her dann. Battlestar Galactica. Oh, oh ja, geil. Die Neuauflage. Ja, Hammer. Die ist mega. Mega. Ich habe die zweite Folge der dritten Staffel so oft gesehen, glaube ich. Ja. Aber die dritte Staffel ist schon die, wo sie auf dem Planeten landen, ne? Das ist die Staffel, wo der Sohn von ihm
das eigene Raumschiff kommandiert. Ja, ja, nee, das ist später. Das hat doch 5, 6 Staffeln, oder? Das kommt erst. Vier Staffeln hat vier. Hat das vier. Ja. Ja, im Kopf und dann gibt's die dritte Filme und ja. Aber und die dritte ist, glaube ich, die, auf der sie dann auf diesem Parallelplaneten, ja, wo dieses scheiß Lied die ganze Zeit kommt. Ja, das ist immer nur um dieses Lied geht. Ja, das geht auch in der Serie. Ist auch dieses Lied, was sie dann triggert irgendwie. Aber egal. Ja, das, ist definitiv eine Serie, die mir heute noch im Kopf ist, wo ich sage, boah, die gucke ich auch heute noch, wenn ich Zeit hätte. Mhm. So. Aber komisch, dass es noch niemand, ganz kurz dazwischen, komisch eigentlich, dass es noch niemand richtig aufgegriffen hat. Ich habe das nie selber irgendwo gesehen bei Netflix oder Amazon Prime. Ich glaube, das war eine Zeit, wo das einfach nie, also wo der Hype noch nicht von Serien so stark war, obwohl die Serie qualitativ ja wirklich im Gegensatz zu vielen anderen zu der Zeit extrem gut war. Ja, ja, ich meine nur, weil ja gerade halt so ein bisschen der Trend ist, weil ich das Gefühl, alte Serien sozusagen nochmal, also Friends ist jetzt bei Dings, oder das gibt's ja schon länger, wurde ich dann korrigiert, richtigerweise, aber ich habe das Gefühl, viele so Serien kommen gerade, werden, kriegen so eine neue Auflage nochmal, weil wegen diesem Nostalgiefaktor. Und deswegen wundert mich das eigentlich, Battlestar Galactica. Wäre geil. Sowas. Also wenn irgendein Anbieter jetzt mal Battlestar Galactica nochmal raushauen würde, ich würde es mir nochmal. Ich mache mir ein Abo. Ja. Sofort. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen. Das war deine erste Wahl. Es ist ganz, ganz schwierig. Ich könnte jetzt nicht sagen, welche Serien sonst mich dazu beeinflusst haben, diesen Kanal Serienflash zu starten. Aber zum Beispiel, ich mag Banji. Kennt ihr die von Cinemax? Läuft in der Tat auch bei Sky. Ist eine Serie über einen Verbrecher, der sich dann als Sheriff ausgibt, und die Serie ist ziemlich brutal. Ach, Banshee, S-C-H-S-H-E-E? Ja. Ah, ja, ja, ja. Da hab ich einmal diese. Da gibt's doch so eine legendäre Szene, wo irgendwie ein Typ einem anderen Typ den Penis abbeißt oder irgendwie sowas oder abschneidet. Zumindest, was man sehr explizit. Ich glaube, abschneidet war's. Ja, also zumindest, aber sehr, was man sehr explizit gesehen hat. Die Serie ist äußerst brutal und aber richtig gut umgesetzt und damals auch 4 Staffeln gedreht, weil sie danach Schluss machen wollten und nicht, weil die Quoten schlecht waren, sondern weil sie gesagt haben, hier ist unsere Geschichte zu Ende. Super Serie, die empfehle ich immer wieder und jeder, der die dann guckt, findet die geil. Es ist aber ab 18, glaube ich. Also, was denkst du, wie alt wir unsere Zuschauer sind? Ich habe mal einen Kommentar bekommen, ey, der ist aber FSK 18, das musst du dazu sagen. Ja, ja. Nee, also das ist auch etwas, was ich mitbekommen habe. Wie gesagt, ich hatte mal irgendwann, ich bin auf YouTube, glaube ich, über so eine Compilation gestolpert, die härtesten Szenen aus Banshee oder sowas. Und da habe ich natürlich reingeguckt und da hatten sie in den Kommentaren alle über diese Penisszene gesprochen, die ich hier nicht glorifizieren möchte, sondern auch nochmal der warnende Hinweis, liebe Freunde, das kann sehr verstörend für den einen oder anderen sein und davon lebt diese Serie wohl. Also das ist etwas, was ihr sowohl angekreidet wird, aber halt auch, wodurch sie hervorgehoben wird. Dass sie halt eben so hart ist. Aber was ist das für ein, ich kann mir gerade gar nichts vorstellen. Das ist so eine, ich würde sagen, es ist ein Action-Drama, aber es ist ganz, ganz schwierig einzuordnen. Ich finde auch, wenn du das in Realität, könnte das nie so passieren, obwohl ich war noch nie in so Käfern in Amerika, ich kann das jetzt nicht sagen, aber. Aber spielt schon, in der Gegenwart, oder? Die spielt in der Gegenwart. Es geht, wie gesagt, es geht ganz kurz Abriss. Es geht darum, kommt aus dem Knast, hatte damals ein Ding gedreht mit seiner damaligen Frau, Freundin und sucht die dann, weil die hat halt eventuell noch die Diamanten. Und er kommt in dem Kaff an, vor ihm stirbt der Sheriff und er übernimmt einfach dessen Identität. Weil, also der Sheriff wollte an dem Tag anfangen, das heißt, keiner kennt diesen Sheriff. Und seitdem ist er Sheriff. Und wie halt so ein Verbrecher ist, der auf einmal Sheriff ist, der ist halt nicht wie ein typischer Sheriff, ne? Ja. Und das macht diese Serie so aus. Und wenn du das in so einem Kosmos siehst, macht die einfach Spaß. Und ich glaube, schon in der dritten Folge legt er sich mit einem Boxer oder Martial-Arts-Kämpfer, eins von beiden war es, an. Und die schlagen sich da so breit. Das ist einfach auch schauspielerisch wirklich gut. Es ist jetzt nicht nur draufgehaue, sondern auch szenisch und schauspielerisch. Der Antagonist ist mega. Es ist so ein, der ist so wie so ein Mafia-Kleingangster-Boss, der auch eine Fleischerei hat und Leute gerne mal nebenbei. Ist schon geil, unbedingt angucken. Cool. Kriegen wir direkt einfach umsonst so einen Tipp. Ich habe davon gar nichts gehört. Aber nee, wie gesagt, ich habe die schon seit Jahren irgendwo bei mir so auf irgendwelchen Watchlisten irgendwo eingetragen und ich komme aber nicht dazu. Ja. Und jetzt hast du natürlich die drei aufgetragen bekommen. Nee, genau, jetzt muss ich noch eine. Ist schwierig. Kommt irgendwas Leichtes zwischendurch. Okay, nee, guck ich nicht. Nein! Nee, ich wollte jetzt Subura sagen, aber das habt ihr letztens erst erwähnt. Sag mal, super. Ich liebe diese kannst du ja trotzdem sagen. Für mich ist, also ich hole jetzt in der Tat die neuesten Folgen von Gomorra auch nach. Ja. Ist ja sehr, sehr ähnlich. Genau. Die bauen ja fast aufeinander auf, oder? Wie war das nochmal? Irgendwie so Subura, du hast schön in der Folge gesagt, wo ihr kurz darüber gesprochen habt, dass den Film kann man mittlerweile vergessen, den es ja ursprünglich mal dazu gab, kann man auch. Ja. Der Film war ja auch nicht von Netflix, glaube ich. Ich finde halt einfach schauspielerisch und das, was da irgendwie diese Grundstimmung mit der Korruption und dann mit dem Vatikan zusammen und das ist einfach. Wie heißt der noch? Vadi? Unser Favorite, der Zigeuner. Yeah. Das darf man nicht sagen. Doch, sagen die auch selber. Ja, die sagen selber, also, aber das ist so. Aber wie heißt der? Vladi?
Nicht, ach Mann, fuck. Namen, Leute, fragt mich heute nicht. Namen. Ja. Namen kann ich nie. Scheiß drauf. So ähnlich halt, auf jeden Fall. Hammertyp. Ja. Spadino. Spadino, ja. Spadino. Nice. Aber das ist so geil, er kriegt's immer hin dann doch. Ich hab ein bisschen Angst, dass keine dritte Staffel kommt. Ja. Weil es wurde schon lange nicht mehr drüber geredet. Ja. Es war also nur. Aber ich glaube, also mit der Hoffnung so, dass die Italiener ja selbst einen kleinen Faible dafür haben, diese Sachen irgendwie zu sehen und so zu aber produzieren. Es liegt ja aber Netflix. Hast du die zweite mittlerweile gesehen? Ich weiß auch, ich hab sie angefangen, aber noch nicht fertig gesehen. Ich hab's ja auch bis zur Mitte geguckt. Ich war die erste ein bisschen besser, aber. Die erste ist auch besser, ja. Es wird so ein bisschen, es war der Klassiker von, also jetzt. Spoilerfrei, ne, aber es ist wirklich, es werden halt Fäden weitergeführt. Der Klassiker, wenn du halt was Geiles aufbaust und Fäden werden weitergeführt, finde ich merkwürdig. Kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf hin. Ja, auf jeden Fall. Auf dieses Klassikerbeispiel. Ich leg mich auf diese Serie fest, dann sind wir bei 3. Cool, das ist eine gute Auswahl, absolut. Kein Noob, sag ich mal. Sag mal Noob. Big Bang Theory, Nummer 1. Dann Nummer 2, vielleicht irgendwie Verbotene Liebe. Und Nummer 3, würdest du wirklich noch als, also ich sortiere Löwenzahn. Das leider nicht als Serie ein. Löwenzahn. Nee, aber das ist auch geil. Löwenzahn ist geil. Ja, stimmt. Aber nur das alte. Ja. Es wäre auch keine Fortsetzungsserie. Der kommt mir immer voll weird vor, der junge Peter Lustig. Ist das noch dieser Fuchs oder so? Nee, das ist irgendwie so, und der wohnt auch in diesem Garten und der hat da irgendwie seinen komischen Nachbar und ist alles so weird und man denkt sich immer so, hey, wo ist Peter Lustig da begraben irgendwo drunter und dann läuft, der heißt auch Peter Lustig, ich check's nicht. Heißt der? Ja, ich glaube schon. Echt? Ich glaube schon. Ich habe nur keine Ahnung. Es gab diesen Fuchs irgendwas. Wir nageln dich jetzt drauf fest. Nein, der heißt, ich glaube, die Menschen da draußen werden dich auch drauf fest. Ich guck die Scheiße nicht. Ich guck in letzter Zeit immer, ich guck nachts immer Bernd das Boot. Kennt ihr die Scheiße, wo der so rumtanzt? Was geht da? Das hat mein Sohn letztens mal für sich entdeckt. Das ist ja völlig weird geworden. Yeah. Das fing ja vor Jahren an mit dem, dass er da rumläuft. Ist er immer noch da? Abschalten. Und jetzt guckst du heute mal rein, da machen die so eine Party und so ein Rave und eine Lab, machen sie auch. Das geht ab. Und mein Sohn hat sich so kaputt gelacht über, das ist die Hölle in Bund. Der rennt den ganzen Tag, ist er durch die Gegend gerannt und hat immer diesen Spruch wiederholt. Das fand der so witzig, weiß auch nicht warum. Naja, aber hast du noch einen Tipp, den du jetzt irgendwie mit auf den Weg geben kannst? Du hast gesagt, was 12 Monkeys Absentia. Oh, echt? Diese auf dem Film, ich hab's angefangen. 12 Monkeys finde, also ich mag's halt als Zeitreiseserie. Ich finde, es ist ähnlich wie bei Dark, wo wir ja gleich zu kommen. Mhm. Sehr gut gestaltet, dass sie wirklich darauf aufpassen, wenn etwas in der Vergangenheit passiert und das erst in der Zukunft von einer zukünftigen Person ausgeführt wird, dass auch vorher wirklich passiert ist. Und natürlich gibt es da auch wieder Fehler etc. Aber ich finde die wirklich gelungen. Und ich wollte eigentlich erst nächste Woche nach meinem Urlaub gucken, weil jetzt gerade die vierte Staffel einfach so rausgehauen wurde, ohne Ankündigung. Und ich habe gestern Nacht noch 5 Folgen geguckt von 11. Also das macht Sucht. Und Absentia finde ich mega. Ist jetzt auch die zweite Staffel gestartet letztes Wochenende mit Stana Kedic aus Castle, aus der Serie, die Hauptdarstellerin. Da geht es letztendlich in der ersten Staffel darum, sie ist beim FBI, jagt irgendeinen Serienkiller, verschwindet dann für einige Jahre, taucht wieder auf, weiß nicht mehr, was passiert ist. So ein bisschen wie Blindspot, die Story grundsätzlich. Und dann muss sie erstmal damit klarkommen, dass ihr Mann und ihr Sohn mittlerweile mit einer anderen Frau leben. Und sie muss ihre Unschuld beweisen, weil alle auf einmal glauben, sie wäre eigentlich mit diesem Serienkiller verbunden. Mega viele Logiklöcher und Fehler in dieser Serie. Aber sie ist so spannend, dass man die ganze Zeit gucken möchte. Ist klar. Ich bin komplett bei, habe ich euch ja vorhin schon gesagt, ich bin bei Sopranos Runde 4 gerade. Ich bin komplett, ich gucke nichts anderes. Aber ich habe jetzt eine Sache gesehen, die könnte was für dich noch sein. Ja? Ja, ich glaube schon. Also ich könnte mir vorstellen, geht auch nicht so lang. Das ist das Schöne, glaube ich, nur 6 Folgen oder 5 Folgen, heißt Catch 22. Ich schwören kann, jetzt kommt einfach ein Gag so. Die Serie heißt Benehmen for Dummies oder sowas. Nein! Catch 22, ja? Catch 22. Auf welche Plattform? Oder wo gibt's das? Momentan leider erst nur auf Stars Play. Mhm. Das ist so ein Zusatzkanal, den man sich über Amazon Prime holen kann. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt einige Serien über Stars Play gucken können. Traurigerweise leider, muss man sagen. Und die haben wirklich ein ganz gutes Angebot. Okay. Die haben wirklich ein ganz gutes Angebot. Gerade jetzt dieses Catch 22. Das ist, ich glaube, 5 oder 6 Folgen ist es, glaube ich. Und sechs Folgen, ja. Und handelt, sag ich mal, über, ja, handelt von einer Staffel, einer Luftwaffenstaffel im Zweiten Weltkrieg, die halt Einsätze fliegen innerhalb des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Und ein Pilot, vor allem mit dem Mittelpunkt, gespielt von Christopher Abbott, das ist der Ehemann von Jessica Biel aus Sinner, falls du dich noch erinnern kannst. Ja. Die am Strand den einen Menschen umbringt, weil sie sich. Ach ja, mit denen und dann kommt. Ja, okay. Genau. Und ihr Ehemann, der spielt hier die Hauptrolle. Den fand mir aber nicht gut, Sinner, ne?
Sinner fand ich nicht so gut. Ja, ja, genau. Aber Catch 22, muss ich sagen, erste Folge, zweite Folge fand ich, macht schon was so, her. Ist das so Band of Brother-mäßig oder na, ist das eher so? Jein, es ist ein bisschen satirischer, es ist ein bisschen schwärzer. Ja, es ist schon sehr viel Humor auch teilweise. So, okay. Es geht eigentlich auch gar nicht um die Einsätze an sich. Es geht eher um den Faktor, dass er keinen Bock auf diese Einsätze hat und verweigern möchte. Genau, okay. Und das Ding ist halt, er möchte krankgeschrieben. Modern ist ein Käfig voller Helden, oder? Ja, sowas ja. In der Richtung. Es ist so ein bisschen Mesh, ein bisschen Käfig voller Helden, weil es. Es hat so ein Paradoxon zum Thema. Es geht halt darum, dass er sagt, ich möchte mich vor diesen Flugeinsätzen drücken und ich möchte halt irgendwie krankgeschrieben werden, um da raus zu sein. Und die Ärzte sagen halt, ey, die einzige Möglichkeit, hier rausgeschrieben oder krankgeschrieben zu werden, ist, dass du dich für verrückt erklärst. Aber wenn du dich für verrückt erklärst, sagt das Militär, nee, Freund, dann kannst du nicht verrückt sein, wenn du halt feststellst, dass du verrückt bist, um halt nicht am am Krieg teilnehmen zu können. Ja. Und dann drehen die sich halt immer wieder im Kreis und ja. Darum geht es. Und halt, wie der halt seine Einsätze, all das, was ihm mit seinen Kameraden passiert und dann eben der ganze Irrsinn des Militärs, wie er das so verarbeitet. Und das haben sie schon. Und die Einsätze werden immer mehr. Ursprünglich sind es, glaube ich, 10. Und dann sind sie irgendwann mal 35. In der zweiten Folge sind sie schon, glaube ich, ungefähr 35 oder so. Ohne zu spoilern, es ist kein Spoiler, weil darum geht es in dieser Story. Ja. Ja. Und dieses Catch-22 ist dieses offizielle Gesetz. Das gibt es in Wirklichkeit nicht. Okay. Es gab da wohl auch schon mal einen Film zu. Es gibt einen Film. Und es ist ein Buch ursprünglich. Okay. Und George Clooney steckt hinter der Produktion, macht auch in der. Ich habe auch nur 2 Folgen bisher geguckt. Spielt in der ersten Folge auf jeden Fall mit. Und auch Hugh Laurie spielt. Hugh Laurie, Dr. House. Ja. Und auch einen richtig komischen Typen. Hat er einen englischen Akzent oder guckt er es auf Deutsch? Weiß nicht. Ich habe es auf Deutsch geguckt. Ich habe es tatsächlich. Ist denn Laurie immer nee, so, ich habe es auf Englisch geguckt. Das ist immer so ein Mindfuck, wenn man den. Der ist ja Engländer und man kennt ihn ja von House mit seinem uramerikanischen Akzent. Ich weiß noch genau, was ich das erste Mal den in Englisch spiele. Ich habe was? Der ist. Genauso wie Peter Dinklage ist ja auch Amerikaner und hat ja eigentlich gar nicht diesen englischen Akzent hier von Game of Thrones. Ist der Amerikaner? Ja. Ganz sicher, ja. Weil die halt nicht so viel in englischen Produktionen noch mitgespielt haben. Ja, aber der kann halt diesen Akzent. Nee, der ist Amerikaner, der kann den Akzent einfach so geil machen. Okay. Ja, bin ich mir sicher. Ja, also da habe ich jetzt nicht so wirklich drauf geachtet, weil ich kannte die Beschaffenheit von House. Ist jetzt doch nur so eine andere Story, aber das klingt gut. Aber wie gesagt, es hat mir gefallen aufgrund des Humors. Ich fand auch, dass mit den Lufteinsätzen haben sie eigentlich ganz gut ins Leben gesetzt. Total. Ja, also da gibt's schon ein paar echt miese Szenen dabei, wie sie halt gerade irgendwelche Bomben abschmeißen oder irgendwelche Stützpunkte und so. Also das fand ich schon ganz gut. Aber interessant auch, was nicht abgeworfen wird. Da gibt's ja das ist also, ich möchte es nicht sagen, weil es wäre ein Spoiler, aber es ist so, beschwert sich der Leutnant oder so, der Major, ich weiß es nicht, über wieso habt ihr da nicht alles platt gemacht? Und dann kommt raus, warum nicht? Es ist super. Weil da auch Themen aufgeworfen werden, die du erst witzig findest, aber wenn du drüber nachdenkst, macht es total. Sind sie halt echt bitter, ja. Also es ist schon okay. Oder Major, sag ich ja, mal. Ja, genau. Also jeder, der es guckt, Major. Vielleicht können wir es ja dann noch mal ausführlich besprechen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, wenn da noch ein paar Folgen jetzt draußen sind. Dass die sind jetzt alle draußen. Aber eine kleine Frage dazu, mal vielleicht stellvertretend für auch die Zuschauer. Also Hashtag keine Werbung, weil mich interessiert das, wie das funktioniert. Also wenn du Prime hast, kannst du das noch dazu kaufen, so einen Kanal oder was? Genau. Also es ist nicht in Prime enthalten, sondern musst dann irgendwie. Du musst aber Prime haben, damit du es kaufen kannst. Genau, aber das haben irgendwie die meisten, habe ich das Gefühl. Ist wie Shudder oder jetzt halt Starzplay und es gibt noch so ein, zwei andere Kanäle. Ja. Die kann man immer, ich glaube, meistens für einen Fünfer oder kannst so. Ja mittlerweile auch BBC da buchen. Ah, okay, und dann hast du da so ein Kontingent von verschiedenen Dokus wahrscheinlich bei BBC. Und Starzplay in der Tat, seitdem es den Channel gibt, in Deutschland kaufen die immer mehr die Eigenproduktion direkt ab von Stars in Amerika, damit das kein anderer bringt. Früher hat ja Amazon hauptsächlich die Stars-Sachen gehabt und jetzt ist Starzplay und du musst halt zubauen. Ja. Und das sind halt wirklich, wie du sagst, echt gute Serien. Ich warte ja immer noch darauf, dass einer das eigentlich mal programmiert, der einfach das alles zusammenführt und sagt, das gibt's da umsonst. Und nein, teilweise ist ja wirklich so, Apple TV will das ja machen und PlayStation hat es ja letztendlich schon, aber Apple TV zum Beispiel in Deutschland haben sie nur Starzplay als Zusatzchannel. Ja, aber du brauchst für PlayStation musst du trotzdem jedes Mal ein eigenes Abo haben. Ja, aber aktuelles Beispiel, nur mal so, das wird auch so bleiben. Nur mal so, ich meine, die meisten Twitch da denke ich jetzt einfach mal, zwischen Prime und Netflix irgendwie, wenn es um Serien geht, glaube ich jetzt einfach mal, geschätzt. Und da ist mir jetzt aufgefallen, also als konkretes Beispiel, American Psycho gibt es gerade umsonst bei Netflix, aber bei Prime kostet halt Geld. Denk ich mir so, das muss doch irgendwie, einer muss das doch mal zusammentragen, wo es alles umsonst gibt. Aber das ist dann so ein Lizenz, sag ich mal, Auslauf. Freibier! Ja, so ein Freibier. Aber das ist ja das Ziel von diesen wie Apple TV, dass die wollen, du musst natürlich die einzelnen Abos haben, aber es wird dir alles auf einem Bildschirm angezeigt. Mhm. Und du kannst natürlich auf die einzelnen Streaming-Plattformen noch drauf, aber du kannst alles in einer Oberfläche sehen. Ja. Und das wird die Zukunft sein. Du wirst es nie hinbekommen, dass die alle zusammenarbeiten. Auf gar keinen Fall. Ja, weil Netflix und Sky arbeiten ja schon irgendwie zusammen.
Ich habe das Abo noch nicht ganz verstanden. Wenn das die Zukunft ist, wenn da keine Hoverboards dabei sind, dann ist es für mich nicht aktuell. Aktuell musst du ja auch wirklich immer extra Zusatz-Apps oder so nutzen, um zu wissen, was ist jetzt gerade online gekommen, wo ist es online gekommen. Bei Prime sind eh alle verwirrt, weil sie alle denken, dass es extra kostet. Kam jetzt gerade wieder, die kostet doch wieder extra. Nein, kostet sie nicht, Leute. Das ist verwirrend. Und Leute gerade zu Hause mit echten Problemen so, Alter. Aber ja, es sind halt die First World Problems, die gibt's halt auch. So. Liebe Freunde, wir gehen in eine kurze Werbeunterbrechung. Ja, und danach möchte ich noch einmal kurz über eine Serie kurz sprechen. Auf jeden Fall. Und dann reden wir über diese anderen Serien. Ah. Ja? Cool. Bleibt dran, bis gleich. Bada Binge wird präsentiert von Fritz. Wir sind immer noch im Dunkeln. Achso, was? Herzlich willkommen zurück zur Live-Ausgabe von Bada Binge. Willst du moderieren? Bist du Ja, komm, moderier mal an. Zeig mal hier. Hau mal einen raus. Nee. Ich bin nur Gast. Stimmt, okay, stimmt. Das ist ein Unterschied, ja. Mann, aber dann werden wir uns hier eiskalt auflaufen. Beim Live-Betrieb. Nee, oder Ammo, ja, dann nachher nochmal. Ich kann jetzt alles machen. Nee, und dann aber nachher so Gage fordert. Ich hab, ja, ne, also das war jetzt mehr als. Nee, das mache ich heute mal gratis. Das ist stark. Ich habe ein Wasser genommen, das ist okay. Kurze Frage. Hast du jetzt schon, wo wir gerade bei Amazon Prime waren, ja? Hast du jetzt mal in Too Old, Too Young reingucken können? Nein. Too Old, Too Young. Können schon. Hast du aber nicht gemacht. Nee, wann? Ja, gut, am Wochenende vielleicht. Guck mal, alleine wie viele Serien wir gerade besprochen haben. Ja, ich weiß. Du hast jetzt noch eine so richtig mitgebracht, oder was? Ja, geil. Mann, weil ich hab's jetzt wirklich geschafft. Es sind 800 Minuten. Ungefähr. Wie viele? Es sind 10 Folgen. Und ich glaube 80 Minuten? Echt? Ich glaube 10 Folgen. Ich glaube, 7 davon gehen mindestens 90 Minuten. Und 2 dann noch mal so eine Stunde, 10, 12 Minuten. Und die letzte Folge geht eine halbe Stunde. Was ich nicht verstanden habe. Die geht original 30 Minuten. Aber die habe ich mir jetzt reingeklemmt übers Wochenende. Ja. Beziehungsweise von Donnerstag bis heute war, glaube ich, die letzte. Ja, heute habe ich die letzte halbe Stunde geguckt. Okay. Und du wirst es hassen. Warum geht's? Ich habe ja gedacht, das wäre ein Film, ne? Warum werde ich so. Was ist das überhaupt? Wo gibt's das? Das ist die neue Serie von Nicolas Winding Refn, der Regisseur von Bronson, Valhalla Rising, Only God Forgives, Drive. Oder auch The Neon Demon. Oder die Pusher-Filme. Falls Drive, Valhalla Rising und die fand ich gut, aber alle anderen nicht so gut. Ja, nicht so, ja. Ja. Aber Bronson vor allem. Bronson? Nein. Nicht verstanden, ey. Das, das war super weird. Das war natürlich wieder geil gespielt. Von Bane, wie heißt er nochmal? Tom Hardy? Tom Hardy, genau. Aber naja, erzähl doch mal weiter. Und die hat er hier zusammen mit einem Mann namens Ed Brubaker kreiert und jetzt halt auch inszeniert und es geht eigentlich, worum geht's? Es geht um einen Streifenpolizisten, der zum Detective befördert wird und halt in der Mord oder in bestimmten Mordfällen ermittelt, aber sich dann so ein bisschen nach und nach, sage ich jetzt mal, aufgrund bestimmter Umstände, die ich jetzt nicht spoilen möchte, zur Selbstjustiz hinreißen lässt, weil er halt auch glaubt, dass die Polizei nicht genug unternimmt. Und dann geht es um einen jungen Mann namens Jesus. Jesus hat den Partner von dem Polizisten, von Martin Jones heißt er, glaube ich, Martin Jones umgebracht und ist der Sohn einer, ja, wie soll man sagen, einer einflussreichen Mexikanerin gewesen, deren Bruder ein riesengroßes Kartell führt. Und eben, weil er den Polizisten umgebracht hat, der halt seine Mutter umgebracht hat, der Partner von dem Selbstjustizpolizisten ist. Jetzt wird's kompliziert. Was für eine Zeit reden wir? Ist es so im Western Gegenwart, oder? Gegenwart, ganz Gegenwart. Wird Jesus halt jetzt zur großen Nummer in diesem Kartell. Und du hast auch geschaut, oder was? Kennst du dich da auch? Nein. Ich, okay. Nee. Und, Miles Teller interessiert mich nicht. Klingt auf jeden Fall extrem spannend bis jetzt, muss ich sagen. Ja, pass auf, und das ist das Ding halt. Diese Serie ist halt. Es ist. Du liebst das, oder was? Ja, ich lieb's. Ich find's geil. Warum? Was sind die zwei Punkte, die an dieser Serie so geil sind? Also. Wir haben schon oft den gleichen Geschmack. Ja, ja, aber du wirst es hassen. Warum? Wirklich? Weil es langatmig ist. Ultra langsam ist. Ist das so also ein Kaugummi-Effekt wie bei NBC? Ja, ja. Die haben, glaube ich, eine interne Wette laufen gehabt. ADS und langsame Serien vertragen sich wirklich gar nicht. Die haben so eine interne Wette laufen gehabt, wie langsam kann man eine Kamera schwenken, ohne auf Zeitlupe zurückgreifen zu müssen. Mhm. Ja, und es ist wirklich, es ist einfach brutal. Es gibt keine Beschreibung für diese Geschwindigkeit. Die ist kurz vor Stillstand. Also wirklich ganz kurz vor Stillstand. Gibt's da auch so Folgen, wo man eine Fliege jagt oder wo nicht ganz. Oh Gott, ey. Aber nichtsdestotrotz schafft er es,
hier und da auch mal, sag ich mal, Innenleben ins Gangsterleben oder ins Kartellleben oder sonst irgendwas zu zeigen. Die erinnern an Breaking Bad, sind dann aber noch eine ganze Spur abgründiger. Mhm. Also ist teilweise, also wirklich teilweise ist das echt unangenehm. Es gibt wie will man 800 Minuten zusammenfassen, frage ich mich jetzt gerade. Passiert da einfach wirklich so wenig, dass es sozusagen es nur wirklich richtig gleiche wenig. Anhalt, also an, Anzahl von Handlungssachen passieren, nur halt einfach auseinandergezogen. Also so parallel läuft da gar nichts. Ja. Also es gibt nicht, dass du mal irgendwie zwei unterschiedliche Figuren gleichzeitig irgendwas machen siehst. Voll Horror. Jetzt weiß ich, warum ich da nicht reingeguckt habe. Aber, und es ist halt Style over Substance. Jedes Bild ist eine Pose, ist ein Poster, ist ein Wallpaper, ist eine Kombination aus den schönsten Farben so. Aber es sagt nicht unbedingt immer wirklich viel was aus. Also es ist eigentlich wie American Gods. So nee, aber in American Gods passiert einfach noch viel mehr. Ja, das echt? Ist ja, ja. Nee, ja, da sind ja auch die doch, doch, bei American Gods sind ja auch viele Ich werde diese Serie nie gucken. Da sind ja auch so parallel Handlungsstränge und sowas. Ja, 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 da passieren auch Sachen parallel. Da gibt's Montagen. Gibt's hier nicht. Es gibt, glaube ich, eine einzige Montage, ist in der letzten Folge. Aber ansonsten passiert da nicht wirklich viel an filmischer Spielerei. Ansonsten ist das eine reine Zelebrierung von dem, was Reffen halt schon über seine Filme hinweg aufgebaut hat. Und das ist jetzt so das Extrem, die XXXXL-Variante davon. Also ist das, wenn ich kurze Frage stelle, also ist ein bisschen spitzfindig formuliert, ne? Seid ihr das bewusst? Aber ist das, klingt ein bisschen wie so Fanboy-Material. Ist das ja, so? Ja, ja. Okay. Also wirklich ganz krasses. Das ist für die Leute, die, wenn er auf die Bühne kommt bei einem Kongress, die Wuh! Schreien. nee, weil das sind, glaube ich, dann eher die Jungs, die mit dem Weinglas da sitzen. Und, okay. Hast du auch mit dem Weinglas? Eher das Taschentuch irgendwie auf die Stirn legen, weil sie gerade Schnappatmung bekommen, dass er auf der Bühne steht. Ja, ja, okay. Also gut, ich muss sagen, ich find's gut. Ich genieße, ich genieße auf jeden Fall einfach dabei dieses Grinsen, was er in sich drin hat die ganze Zeit. So, das ist so eine Mischung aus so, er weiß, ich werde es hassen, das ja. Gefällt ihm einfach gerade. Hat er jetzt ein bisschen Masochismus gesagt, so. Ne? Ja, ja, aber ist auch cool. Aber auch so ein bisschen so ein innere Selbstzufrieden, dass er es voll liebt und genau weiß, zwei Leute, die unsere Sendung gucken von den paar Tausend, finden die werden das auch gucken. Und für die zwei, ich kenne ihn, grinst da gerade, weil die sitzen gerade zu Hause oder sind im Chat und sagen so, ja. Richtig, also, richtig. Solche Sachen sind doch geil, so diese Sachen, die sonst keiner kennt, und dann hat man. Aber das muss ich dazu sagen. Die ist, wie gesagt, die ist halt ultra langsam. Es gibt Dialoge, da lassen die Leute halt erstmal eine Minute Pause, bevor sie antworten. Mhm. Ja, und dann erstreckt sich dieser Dialog halt dann auch einfach mal über 10 oder 15 Minuten so. Ja, Horror. Das ist wirklich sowas von speziell. Und ich glaube, ich habe den Sinn dahinter verstanden. Er überzieht halt einfach seinen Stil so derartig, dass die Parodie, die daraus entsteht, schon wieder zur Konsequenz wird. Mhm. Ja, also es ist halt einfach, irgendwann war ich so drin, irgendwann habe ich das so akzeptiert, dass ich wieder 5 Minuten brauche, bis er mal von ja, linken Seite des Raumes zur rechten Seite geschwenkt hat. So. Und ich habe verstanden, dass dieser Film oder diese Serie nur so funktionieren kann. Ja. Nicht anders. Es geht, weißt du, was geil wäre, wenn man, wenn so, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich stelle mir jetzt einfach nur das vor, wie langsam das ist. Das wäre geil, dass die so ein Gag machen, dass der Schwenk so super lange geht, Ewigkeit. Und dann geht der aber so ein Ticken zu weit und du siehst so einen Turm, der so pennt. Die Meter, der ist so das Ding, halt. Aber dann so aussehen, aber nicht schnell wieder zurückdrehen, sondern langsam wieder raus. So richtig dumm. Würde ich feiern. Ja. Also, das Ding ist, ich würde dir sagen, guck dir mal die erste Folge an, aber ja. Das Problem ist, allein die erste Folge schon 90 Minuten. Ja, ich guck mir jetzt, also nach dem Pamphlet gucke ich mir auf jeden Fall zumindest die ersten 10 Minuten an, um dann sagen zu können, ja, hat er recht, scheiße. Nee, wenn's langsamer als American Gods. Nee, ich kann das nicht mehr. Ich nenne das immer AMC Kaugummi-Effekt. Aber findest du, wie erklärt er was? Weil AMC-Serien erklär das. Sehr gerne genau sowas nämlich machen. In so einer Folge, zum Beispiel zweite Folge American Gods, wird nur Schach gespielt. Es passiert nichts anderes in dieser Folge. Und das bei wie viel Folgen, 6 oder 8 in der ersten Staffel, ist das ein bisschen, ne? Und wenn ich dann höre, ist es noch lang. Nee, kann ich nicht. Du hast es gerade super zusammengeführt. Danke. Wenn man ADHS hat. Achso, das passt nicht. Ja, ich kann das nicht, wirklich nicht. Naja, ich habe Schwierigkeiten. Es ist ja nicht nur ADHS, es ist ja einfach auch so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. So, aber tu mir eingefallen, guck dir einfach mal den Anfang an. Gangster. Genau. Bleib Gangster. Ja. Und guck dir den Anfang an, wenn die beiden Polizisten, eine junge Dame auf der Straße in ihrem Auto anhalten und so eine Art Personenkontrolle. Wo kann ich das gucken? Auf Amazon Prime. Okay, das hast du schon gesagt, habe ich nicht wahrgenommen. So, aber jetzt kommen wir zu einer Serie, die wir alle gesehen haben und wo ich glaube, ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne und zumindest sage, dass sie uns allen sehr gut gefällt, denn
der allgemeine Konsens ist ja auch gerade im Netz so. Ich glaube, man kann sich. Beste Miniserie aller Zeiten. Beste Miniserie aller Zeiten. Ich finde auch total witzig wegen Craig Mazin. Ich muss gestehen, du kennst es ja von mir. Ich bin ja nicht so ein Typ, der die Namen von allen Leuten immer kennt. Das rieselt ja bei mir immer durch, gerade wenn es um Produzenten geht oder so. Ich muss gerade lachen. Wir haben gerade noch gesagt, wir gucken mal, welche Ähnlichkeiten wir so haben. Ja. Das ist schon. Das ist bei dir auch so. Ja. Weil die beiden Herren haben am selben Tag Geburtstag. Ja, ja. Und er hat sogar meinen Geburtstag auf dem Arm tätowiert. Ja, und ich habe das halt gerade gesehen, dachte mir so, ja. What? So ein Fan oder was? Ja. Mein Geburtstag. Ich wollte es ihm nicht sagen, wo. Nee, aber pass jahrelang gestalkt, ein Traum wurde wahr. Nur deswegen nach Hamburg gezogen, genau. Und hab nur diese ganzen Presseverführungen. Genau. Und dann mache ich doch voll weird so, können wir noch was essen, Donny? Und ein bisschen abhängen mit dir irgendwie. Ja, aber mir geht das auch so mit Namen, ich kann das ja nicht. Genau, und Craig Mazin in diesem Fall. Und mir wurde das, glaube ich, von irgendjemand geschickt da draußen, wer auch immer es war, vielen Dank. Und zwar, ich wusste das natürlich nicht. Der hat ja super viele Flops produziert. Ja. Und jetzt, und das, glaub ich, dieses Bild wurde, ging, glaube ich, rum mit den IMDb quasi Ratings, die er so hat. Am Ende ist jetzt das 97, irgendwas für halt Chernobyl. Chernobyl. Ich wusste, dass die Zeit noch irgendwie. Alvin ist Russe und er hat mir vorhin noch gesagt, so wie ich es immer ausspreche, ist es richtig. Dadurch, dass es aber ein Thema war, sage ich natürlich jetzt Chernobyl, obwohl es eigentlich Chernobyl heißt. Chernobyl. Aber der ganze andere Rest irgendwie nur Frozen 2, was war da noch dabei? Oder war's Frozen? Nee, Frozen war ja. Der hat Hangover, hat er jetzt. Hangover 3. Fortsetzungen hat er gemacht. Ja. Also eine zumindest, eine der Fortsetzungen hat er gemacht. Der hat Scary Movie, eine der Fortsetzungen. 4, glaube ich. Und immer die schlechten Teile. Ja, und er hat sogar noch einen der richtig schlechten, ich weiß nicht, entweder Disaster Movie oder Fantastic Movie. Also die Filme, die halt noch billiger waren als die Scary Movie Filme und noch schlechter diese ganzen Moves aneinandergereiht haben. Also die zahlen total schlecht. Also wirklich nur. Fast immer unter mindestens 6 oder sowas von der Wertung. Auf einmal so, also 6, und auf einmal diese 9, irgendwas für Chernobyl. Also Wahnsinn, ne? Also das war so sein großer Shot im Live. Genau. Ja. Und damit ihr wisst, worum es überhaupt geht, hier eine kleine Matz von Donny. Chernobyl. Was ist da eigentlich genau passiert bei der Katastrophe im Kernkraftwerk nahe Tschernobyl im Jahre 1986? Nun, diese Frage stellte sich vor ein paar Jahren Drehbuchautor und Regisseur Craig Mazin und machte sich auf, die ganze Thematik mal aufzurollen. 2,5 Jahre lang recherchierte er nach eigenen Aussagen die Geschehnisse, um mit Hilfe von unzähligen Dokumenten, Augenzeugenberichten, Audiokassetten und Videomaterialien die Hintergründe, technischen Details und den Look der damaligen Zeit so authentisch wie möglich zu erzählen. Ob ihm das mit dieser düsteren und oftmals ziemlich beklemmenden Miniseries gelungen ist und ob er dabei den Opfern auch gerecht geworden ist, wir wollen das mal vorsichtig erörtern. Chernobyl ist eine gemeinsame Produktion von Sky Originals und HBO. Die erste und wohl einzige Staffel umfasst 5 Folgen mit Folgenlängen von 60 bis 72 Minuten. Ja, perfekt. Perfekt. Also nicht die Matz, sondern wir haben gerade geredet während der Matz. Weil es natürlich deine Matz, sondern so ist die Veränderung. Perfekt. Nee, aber ja, genau. Also im letzten Satz, da können wir, glaube ich, nachher nochmal drüber reden. Es geht so ein bisschen um Thematik, weil ich glaube, es ist ein bisschen rumgegangen, irgendwie, dass sich, glaube ich, manche Russen da nicht komplett richtig repräsentiert gefühlt haben. Und, ja, also. Herr Putin hat seine eigene Version angekündigt. Will seine eigene Version machen, aber das können wir vielleicht hinten schieben. Deswegen, ich wollte nur mal kurz auf den letzten. Die teuerste russische Serie überhaupt. Wahrscheinlich. Ja. Aber auch mit einer abstrusen Theorie, ne? Also es gibt ja wirklich da einige Leute, die daran festhalten, dass der CIA dafür verantwortlich ist. Naja, die offizielle Meldung ist ja immer noch 34 Tote oder so, ne? Oder 33? Ja, ich glaube 29 oder irgendwie so in der Richtung. Um die 30 rum so. So, Ren, du bist der Gast, du darfst gerne anfangen. Wie hat dir die Serie gefallen? Was ist deine Meinung dazu? Ich finde sie super. Hm. Ich habe mich aber eher danach gefragt, warum? Warum sie super auch, ist? Genau, warum wird sie auch so extrem gehypt? Weil ich meine, vor allem auch hier in Deutschland, Sky hat ja jetzt auch nicht jeder. Also, ne, wenn eine Sky oder wir hatten gerade bei Prime Video ja fast dasselbe mit Stars Play, das kommt ja gar nicht so ein richtiger Hype auf. Und vor allem, wenn das eine Serie ist, die noch keinen Vorgänger hat. Game of Thrones brauchte damals ja auch ewig. Und das habe ich mich eher gefragt, weil ich saß da wirklich teilweise mit offenem Mund. Und man muss ja sagen, es gibt ja auch da Folgen, die extrem lang gestreckt sind. Zum Beispiel die Hundefolge beispielsweise. Ja, aber, das gar nicht negativ gemeint in diesem Fall, sondern das, weil ich ja eigentlich ein Typ bin, der das überhaupt nicht ab kann, da saß und gedacht habe, was passiert hier gerade? Und ich finde sie gut, nein, nicht nur gut, sondern wirklich perfekt umgesetzt, weil ich saß da und habe gedacht, das ist passiert, selbst wenn das nur teilweise so stimmt,
war das so schockierend. Und ich glaube, weil das so schockierende Bilder zeigt und sich auch Zeit nimmt, halt genau solche Erschießungskommandos für Tiere oder einzelne Einzelschicksale versucht zu durchleuchten, dass man sich dafür Zeit nimmt. Deswegen ist diese Serie, glaube ich, so gelungen, weil man da etwas vor Augen geführt bekommt, was wirklich mal passiert ist. Mhm. Und auch zum Beispiel hier in Deutschland ja nicht weit entfernt von uns. Ergänzend, ich meine, ich war 10 Jahre alt, als das passiert ist, im April 1986. Und auch bei uns, ja, ich meine, in der Serie wird ja einmal thematisiert in Frankfurt. Also Frankfurt wird ja einmal in der Serie thematisiert durch irgendwelche Nachrichten. Ich habe in Wiesbaden gelebt zu dem Zeitpunkt, was halt 30 Kilometer entfernt ist. Auch uns wurde gesagt, bitte geht nicht raus, spielt nicht im Sand oder im Regen. Ja. So, weil die Wolke kann jederzeit noch zu uns kommen und was weiß ich. Also da war Panik vorhanden, ja. Und das, ich würde sagen, ergänzend dazu, was du gesagt hast, gebe ich dir mit allem hundertprozentig recht. Plus aber halt noch diese ganzen Genres, die diese Serie ausspielt. Also diese Genres, die diese Serie irgendwie aufgreift. Also ich meine, es ist ja teilweise, fand ich das packender und unheimlicher als ein richtiger Horrorfilm. Ne? Ja, das stimmt. Ja? Ja. Und das eben aber auch, weil sie halt zum Beispiel geile Make-up-Effekte mit da reinbringen. So, ja? Also dieser Feuerwehrmann auf der Krankenhausliege. Also, wow, ja. Ja, das ist also wirklich. Noch nie so gut gesehen. Ey, das ist wirklich ein erschreckend ekelhaftes Bild. So, ja? Aber halt auch, hatten wir schon bei Kino Plus thematisiert, Ende zweite Folge, wenn diese 4, sag ich mal, Mitarbeiter des Kraftwerks in diesen Wasserschacht oder in diesen Wasserkanal reingehen. Der Sound. Unfassbar. Ja, also wirklich einfach nur, dass diese spärliche Beleuchtung vorhanden ist, das Platschen des Wassers, durch das sie trampeln und klickern. Ja, und wir wissen auch, dieses Wasser ist wahrscheinlich irgendwie sowas von hochgradig giftig. Plus halt dann das Krächzen von dem Geigerzähler und die anderen so Geräusche. Ey, ich hatte eine wirklich. Ich war so angespannt, ich saß auch am Ende so davor. Ja? Ja. Also ich glaube, das ist halt auch irgendwie, was ich halt auch nicht verstehe bei dem Typ, ne? Wenn du sowas wie Hangover 3 oder sowas gemacht hast, ja, und dann so effektiv diese Stimmung aufgreift. Er war im falschen Genre, würde ich sagen. Ja, also ich sollte keine Gags machen. Also ich kann auf jeden Fall euch beiden, auf jeden Fall und allen da draußen nur wirklich wärmstens ans Herz legen, den begleitenden Podcast dazu, von HBO auch produziert, mit Craig Mazin und feckert der Annahme von dem quasi Host des Podcasts gerade nicht ein. Aber auf jeden Fall super, super coole und mega interessante Insights zur Vorbereitung, zum Ablauf des Drehs. Und ich sage das deswegen, weil ich glaube, das beantwortet deine Frage auch, weil man merkt halt voll, das war so ein Herzensprojekt von ihm, der hat unfassbar viel Arbeit da reingesteckt, bevor überhaupt der erste Drehtag war. Also laut eigenen Aussagen halt, wie gesagt. Ich habe mich nur ein bisschen reingelesen. Aber 2,5 Jahre wohl wirklich so viele Bänder durchgehört und ihm war das so wichtig, das irgendwie so zu erzählen, dass wirklich jeder sich auch repräsentiert fühlt, also die Opfer oder Angehörige der Opfer und vor allem auch die, es haben ja echt viele Leute überlebt, auch von den Feuerwehrmännern und so, was man gar nicht glaubt, einige von den Tauchern. Von den Feuerwehrleuten, die den ersten Brand gelöscht haben. Da hat fast keiner überlebt. Alle. Ja, alle tot. Aber also 28 Wahnsinn. Oder so. Ich muss auch wegen dem ganz kurz. Zahlen, dazu, ja, das ist ja so ein Thema bei diesem Thema. Ja, aber ich finde auch interessant, was du sagtest, wegen dem Hype. Und zwar, ich bin heilfroh, wirklich, dass ich, und das meine ich jetzt gar nicht so, ich habe es geguckt bevor alle anderen, sondern ich bin da mega zufällig drüber gestolpert. Und ich wusste gar nichts darüber und habe es einfach mal angemacht und war natürlich offensichtlich komplett platt danach. Und ich bin so froh, dass ich eben nicht, weil ich bin leider so ein Mensch, der, glaube ich, wenn es gehypt wird, habe ich ein anderes Bild drauf. Bin so ein bisschen zu, es ist trotzdem gerecht und so, man hat Twitter im Kopf und man hat die Meinung von allen Leuten im Kopf und man denkt so, den finde ich eigentlich uncool, der hat gesagt, die Serie ist geil, dann kann ich es nicht gut finden. So, weiß ich nicht. Also so ganz unterbewusst so ein bisschen, tut mich das manchmal hemmen. Gerade Stranger Things ist ja für mich durch dieses Ding auch gestorben. Wenn Sachen gehypt werden, finde ich manchmal, sind die dann nicht so geil, weil das die müssen ja dem Hype gerecht werden, so habe ich irgendwie das Gefühl. Und ich bin einfach zufällig drüber gestolpert. Und diese erste Folge, das erste, was ich glaube, ich glaube, die habe ich geschrieben oder so, was mir aufgefallen ist, so 60 Minuten oder so geht die Folge, keine einzige langweilige Minute. Nicht mal langweilige 10 Sekunden. Immer passiert irgendwas, immer Suspense, immer irgendwie findest du es mal interessant und also wahnsinnig gutes Pacing. Aber ich finde auch, und da kommt deins ins Spiel mit der Atmosphäre und Co., das ist so ein Gesamtwerk, was halt einfach. Du weißt, es ist wirklich passiert, egal ob jetzt Einzelheiten stimmen oder nicht. Und du wirst direkt in diese Katastrophe reingezogen. Am Anfang sofort, extrem viele Menschen beeinflusst hat. Und du bist ja sofort so, wow, was passiert hier gerade? Und das ist, glaube ich, auch das Einzigartige an der Serie, was du ja gar nicht sonst erstellen könntest. Wo ihr gerade von dem, das war der Typ, der den Knopf, glaube ich, gedrückt hat, ne? Der in der vierten Folge, was war das? Wann ist er gestorben? Wo wir gerade über die Maskerade, über die den AZ5-Knopf oder was? Ja, ja, er war das doch, ne? Er hat doch gedrückt. Naja, das kommt ja, ich glaube, der, sag ich mal,
Dieser wirklich krass zu sehende Körper, der halt. Den Körper meine ich, aber wenn du, egal wer es jetzt ist, aber dieser, wenn du das jetzt bei Game of Thrones zum Beispiel gehabt hättest, dann wäre das in der Fantasy-Welt passiert. Wenn du aber sowas in einer Serie siehst, die halt auf realen Ereignissen basiert, nimmst du das, glaube ich, ganz anders wahr. Voll unheimlich auch. Genau, es ist mega unheimlich, weil du denkst so, wow. Auch Radioaktivität, ich weiß nicht, ich hab's euch ja auch vorhin schon gesagt, auch hier nochmal, ist schon immer so eine Phobie auch von mir, so Radioaktivität. Also natürlich hat jeder Art von Angst, aber für mich war das schon immer so eins der krassesten Sachen, die ich unfassbar unheimlich finde. So Atommüll und Strahlung. Du gehst also nicht und hin, um Selfies zu machen? Fährst nicht hin, nee, um Selfies zu machen? Nee, um Gottes Willen. Nee. Habt ihr das gesehen da draußen? Die ist ja rumgegangen, diese Bilder von Influencern, die jetzt wegen dem Hype der Serie dahin fahren und Selfies machen. Influencer, da waren auch ein paar Leute dabei, die haben das schon vor der Serie gemacht. Und so wirklich viel Influenced haben die dann halt auch nicht. Ja. Naja, gut, aber es waren halt einfach Touristen. Ich würde es auf jeden Fall niemals machen. Ich würde mich da nicht mal auf 1000 Kilometer nähern. Egal wie viele Ärzte sagen, das ist noch nicht lebensgefährlich. Obwohl, genau, das ist ja so ein Ding, ne? Da gab es dann auch einen Artikel im Forbes, im Forbes Magazine oder so. Da wurde dann halt mal so ein. Lese ich immer. Wurde mir halt verlinkt, was soll ich jetzt sagen? Ja, das ist alles gut. Den habe ich mir durchgelesen, weil da ja schon, und das ist so das bisschen das Ding, was man ja der Serie dann vielleicht auch teilweise ankreidet, eben die Verfremdung. Ja, ich habe so viel. Was meinst du mit Verfremdung? Naja, hier die Wissenschaftlerin, dass die gar nicht existierte die ist ja und aber eine der wenigen Rollen, die nicht die ja, die dass die halt repräsentativ für viele Wissenschaftler genau, stehen sollten, die zu dem Zeitpunkt daran beteiligt waren. Mhm. Dass ein Scherbina, dieser der Politiker, der dargestellt von Stellan Skarsgård, dass der jetzt halt auch nicht irgendwie jeden zweiten mit Hinrichtung gedroht hat, nur weil er halt irgendwie den Fehl nicht ausgeführt hat. Und auch wie dieser, sag ich mal, die Evakuierung von Pripyat stattgefunden hat. Oder, also, dass das halt schon noch ein bisschen anders war, als in der Serie gezeigt und so weiter. Da waren so viele Sachen, auf die man sich so richtig gestürzt hat, um irgendwie, weiß ich nicht, anzukreiden oder Kritik zu üben oder festzustellen, was halt nicht so richtig an der Dings ist. Und ich finde, okay, im Punkto der im Treubleiben der Realität. Nee, nicht im Treubleiben, im Punkto der, sag ich mal, der Schäden oder der Wirkung von Radioaktivität. Mhm. Okay, da mögen sie halt übertrieben haben. Da mögen sie halt irgendwie einfach auch ein bisschen eben dieses Horrorelement, dieses Schreckgespenst bemüht haben. So. Aber ich denke mir, ich weiß nicht, wie große Experten wart ihr zum Thema Tschernobyl, wenn es darum ging, diese Katastrophe mal zu erörtern oder zu erklären, was da passiert ist. Ich will nicht wissen, wie viele Leute auf Wikipedia geklickt haben danach. Und das meine ich. Ich habe mir das alles angeguckt. Das meine ich. Ja. Weißt du, wenn diese Serie trotz ihrer fiktionalen Elemente und trotz ihrer Erfindungen und trotz irgendwie, sag ich mal, Verknappung oder sonst irgendwas oder Dramatisierung von mir aus, mag ja auch sein, es dazu Leute dazu bringt, sich eben mit dieser ganzen Katastrophe auseinanderzusetzen, sondern sich vielleicht auch mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann finde ich, wenn es so hochklassig fiktionalisiert wird, dann darf es auch fiktionalisiert sein. Würde ich das im Unterricht sagen. Ja, ich bin voll bei dir und ich finde das ein sehr guter Punkt und das ist echt auch interessant, weil ich hatte das auch im Umfeld so, dass einige kritische Töne, deswegen meine ich das, dass wir das nachher nochmal, aber cool, dass wir jetzt schon dazu kommen, dass so ein paar kritische Töne anfingen, so eben mit, da stimmt auch nicht alles und so. Und ich finde, du hast es perfekt formuliert, denn es ist ja keine Dokumentation. Es ist keine wissenschaftliche Doku, die sich zur Aufgabe gemacht hat, jetzt genau alles perfekt, wie es halt dokumentiert ist, sondern es ist eine Dramaserie. Und da hat natürlich Greg Mazin auch zu dramaturgischen Mitteln gegriffen. Und wie du schon sagst, also repräsentativ, die Wissenschaftlerin, die es gar nicht gibt, für Wissenschaft und natürlich das Überzeichnen der Sache kann ja auch metaphorisch gemeint sein, sozusagen. Er will ja einfach vielleicht aber sehr knallhart zeigen, wie gefährlich Strahlung ist, weil vielleicht es immer noch Leute gibt, die vielleicht das unterschätzen, was da eigentlich wirklich, wie schlimm das war. Naja, diese wie heißen die, RBKB-Reaktoren? RBMK. RBMK-Reaktoren. Mhm. Den letzten wollen die erst 2030 abschalten. Ja. Aber die haben diese Dinge ja, also die Graphitspitzen. Ja, aber nicht, dass es jetzt ungefährlich wäre, aber das war ja das. Trotzdem, ne? Also ich meine, die sind immer noch aktiv. Und auch da in Tschernobyl wurden ja noch bis, was weiß ich wann, eben diese Reaktoren betrieben. Aber das ist ja das Schöne, dass die Serie jetzt gerade rauskommt, weil jetzt, wo auch so Umweltaktivismus wieder so im Kommen ist oder Trend ist, sage ich mal. Ja, Gott sei Dank, passt es perfekt. Die Serie ist eigentlich zum perfekten Zeitraum gekommen, um das noch mal aufzuzeigen, wie schlimm das sein kann. Und ich finde aber zum Beispiel, Kritiker gibt's ja immer, aber zum Beispiel mit der Wissenschaftlerin, warum sie auch eine Frau genommen haben, fand ich zum Beispiel sehr interessant. Finde ich auch einen guten Punkt. Dass zum Beispiel die Sowjetunion ja damals Vorreiter war, um
Frauen in der Wissenschaft anzuerkennen. Ja, in bestimmten, genau, also in bestimmten Arbeitsfeldern. Ja, ja, genau. Aber es war natürlich immer noch komplette Unterdrückung sozusagen. Aber im Vergleich zu anderen. Genau, aber genau, wenn es um so wissenschaftliche und akademische Berufe waren. Und das fand ich gut. Oder Daniel meinte gerade Dramatisierung, zum Beispiel dieses Steine in den Schacht werfen, wo die nur kurz auf das Dach rennen durften. Ja. In der Serie sind es 90 Sekunden, genau. Und in Wirklichkeit waren es aber nur 40. Ja, ja. Also, ich habe da übrigens, da gibt es auch eine Doku drüber, über diese über diese Arbeiter, über diese Dacharbeiter. Total, ich weiß nicht mehr genau, wo die heißt. Ich hatte die aber schon Jahre bevor jetzt Chernobyl gesehen. Gibt es bestimmt auch auf YouTube, wo es wirklich um diese Leute so aus. Aber das meine ich mit natürlich hat man ein bisschen verfälscht auch, aber auch manchmal nicht zum Schlimmeren, manchmal auch eventuell zum Besseren. Ja. Und deswegen finde ich das nicht ganz so schlimm. Ich glaube, die Serie soll vor allem aufzeigen, dass es das mal gab, wie schlimm so etwas sein kann. Und hat es einfach gut umgesetzt. Ich finde, du darfst da auch nicht meckern. Aber es gibt ja immer Leute, die dann sagen, nee, aber. Ja, also ich finde. Liquidatoren hießen die. Liquidatoren, genau. Auch diese Bergarbeiter, die fand ich auch. Ey, die Bergarbeiter. Ey, Chef, der Chef von den Bergarbeitern, das war mein absoluter Liebling. Die waren der Hammer. Fand ich so cool. Wie sie ihm auf die Schulter klopfen. Den Bergbauminister. Das ist Drama. Cool. Das ist bestimmt nicht so passiert. Nee. Aber das ist scheiß drauf. Das ist gut geschrieben. Aber die Symbolwirkung davon war halt einfach der Hammer. Das darfst du halt auch nicht vergessen. Genau, die Symbolwirkung. Das war der Punkt. Ja. Und dabei hat man sich was gedacht, warum das genau so abgelaufen ist. Das war so geil, echt. Der eine fängt an und denkst nur, okay, der macht den Gag. Und dann kommen die alle und machen ihn mal zu einem richtigen Gag. Da hätte ich nur am Ende nicht gebraucht, wenn der eine Typ noch sagt, so von wegen, ja, jetzt siehst du aus wie einer. Ja. Ja, das fand ich ein bisschen, okay, das hätte ich auch vorher gerafft. Da fand ich einfach dieses Bild an sich stark genug. Da hätten sie einfach auch keinen Satz mehr sagen müssen. So. Es gibt noch einen Punkt, den wollte ich euch unbedingt fragen. Und auch die Leute da draußen, könnt ihr euch gerne in der Diskussion beteiligen, in den YouTube-Kommentaren, freue ich mich. Und zwar folgendes, also es gibt so einen Punkt, der wurde von einem Freund von mir auf Twitter kritisiert. Der hat irgendwie das Ding gepostet und hat sich über eine bestimmte Sache aufgeregt. Und ich dachte erst so, weil mir die Serie, ich habe die da schon gesehen gehabt und war so ein bisschen, wie man das so ist, so ein bisschen im Verteidigungsmodus, so direkt einfach so. Was willst du denn so? Was willst du denn? Und es geht um Folgendes. Es geht um die Thematik, dass in der Originalsprache, wenn man das ohne irgendwie deutsche Synchro guckt, ja, alle mit einem akzentfreien Englisch sprechen, also nicht russischen Akzent haben. Und es nicht auch in der Originalsprache zum Beispiel in Russisch, also dass da keine russischen Darsteller. So, und da war ich erst so, hä, das ist doch Quatsch, weil ich ja den Podcast auch gehört habe. Und im Podcast hat Craig Mazin extra gesagt, das war ein Riesenthema bei denen. Die haben da wirklich Wochen oder Monate drüber über dieses Thema diskutiert und haben sich damit auseinandergesetzt. Ja, was machen wir eigentlich? Sollen wir, also Narcos zum Beispiel, wurde ja auch irgendwie auf Spanisch dann, war quasi die Erstsprache. Und dann haben sie gedacht, ja, sollten wir das mit Russen machen, sozusagen, russisches Casting, bla bla. Und ich konnte das nachvollziehen, dass man sagt, nee, das ist einfach zu aufwendig. Man hat jetzt da, glaube ich, in Russland jetzt nochmal das alles zu casten. Vielleicht gibt's auch nicht so die Talente, die man genau braucht für bestimmte Rollen. Dann hat man sich ja entschieden, dass sozusagen englische Darsteller zu benutzen. Und meine Frage ist, sehr lange Hinleitung, wie seht ihr das? Weil ich war erst so verteidigend, so, hey, ist doch Quatsch, macht doch total Sinn, aber es hat bei mir was getriggert, weil das Wort Whitewashing fiel so ein bisschen so. Da dachte ich mir so, hey, okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber im Kern, und er hat auch den Punkt Narcos genannt, und da war ich echt so, hab mich zum Nachdenken angeregt. Bin ich da vielleicht wirklich zu schnell vor euch gewesen und gesagt, das ist Quatsch, das mit Russen zu machen, sondern so ist es halt einfacher zu produzieren, aber. Ja, okay, du kannst es natürlich mit Russen machen, aber die Frage ist doch, für welches Publikum machst du das? Für welches Publikum wurde die Serie produziert? Man könnte ja synchronisieren, auf Englisch dann sozusagen. Also ich weiß aber ja nicht. Das ist ja das Ding, die Amerikaner gucken ja nichts Synchronisiertes. Ja. Und die mussten doch bei Dark damals gucken, wo man die Synchro einstellt. Echt? Da gab's doch von Netflix sogar extra einen Trailer, damit die Amerikaner damit die das wissen, überhaupt verstehen. Wie man geil, ey. So. Aber das ist doch das Ding. Komm, Burger bestellen dabei auch noch wahrscheinlich. Die gucken nichts Synchronisiertes. Und ich find's tatsächlich, ich fand's richtig gut, dass es kein Akzent-Englisch war. Das finde ich nämlich total bekloppt. Genau, hat er auch gesagt, ganz kurz dazu, hat er auch ich habe ihn wirklich gebinged, den Podcast, wurde auch gesagt, weil das Ding ist ja englische oder englischsprachige Schauspieler, die mit einem russischen Akzent, auch wenn sie es gut machen, es hat immer so eine gewisse stirb langsam drei Bösewicht Dings. Das ist nicht richtig so. Es ergibt doch gar keinen Sinn. Ja. Es ergibt doch gar keinen Sinn. Warum sollten wir uns radebrechend auf Deutsch unterhalten? Wir unterhalten uns ja normal auf Deutsch. Also, warum? Gerade redest du wie ein Italiener. Nein, aber wir unterhalten uns ja auch. Ich spreche ja nicht gebrochen zu dir Deutsch. Genau, ich bin ja auch dafür. Ich mochte es ja, wie es ist, aber ich wollte einfach nochmal eure Meinung dazu, weil scheinbar sieht das nicht jeder so. Und ich fand es dann doch erwähnenswert, weil
ich meine, Alvin ist ja zum Beispiel auch bei uns Teil des Teams und er ist Russe und die hat es jetzt nicht gestört. Und dann denke ich mir so, ja, vielleicht ist es dann so. Aber vielleicht ist ja doch dann, vielleicht sind manche Russen dabei, die oder aus Kiew, aus Weißrussland kommen, die dann sagen, ja, schon, jetzt kommen die Engländer und machen unsere Story da. Ja, okay, da sehe ich einen Punkt. Ich würde jetzt aber nicht von kultureller Aneignung schon sprechen, ja, zum Beispiel. Und was ich da, sage ich mal, als vielleicht Zugeständnis, aber vielleicht auch als Entschuldigung innerhalb der Serie oder aus der Sicht der Serienmacher sehe, ist eben diese Liebe zum Detail. Diese wirklich gnadenlos gute Ausstattung. Mhm. Guckt auf die Nummernschilder. Das ist ein akkurates Nummernschild aus der Region zu der Zeit. Bis zur Schraube ist wirklich, es ist ja wirklich genau, wie es da war. Die haben sich da mega beraten lassen. Und ja, das Ding ist halt, die Serie wird produziert für Menschen, die Englisch sprechen. Muss halt auch irgendwie. Und aber es gab ja keine Amis, ne? Darauf haben sie extra geachtet, aber, weil das fanden sie irgendwie komisch. Ich fand jetzt auch, ich finde die sahen jetzt aber auch nicht so unrussisch aus, sage ich jetzt mal, ne? Also es klingt jetzt böse, aber ich finde ja schon, dass man ja, vor allem damals noch. Jetzt wird heikel. Ja, es wird heikel, ich weiß, deswegen ist es schwierig zu erklären. Aber ich finde, die sahen jetzt nicht typisch amerikanisch oder englisch aus. Nee. Stellan Skarsgård ist ja noch nicht mal, was ist ja, Schwede? Na gut, Gorbatschow war Reinfall, fand ich, sorry. Ja, Gorbatschow war nicht gut. Nur den Fleck oben und dann die Haare. Das war so ein, für mich noch so ein Randcharakter, aber so in den Hauptrollen, das war jetzt nicht, wo ich sofort gedacht habe, das sind keine, ne, die kommen da nicht her. Und deswegen hat es mich auch nicht gestört, glaube ich. Nee, ich dachte auch kurz, jetzt zu Teike, aber eigentlich, nee, ist eigentlich ein super Punkt, weil das stimmt, finde ich auch. Weil da, ich weiß nicht, wie es euch ging, mir ging es ungefähr die ersten 5 Minuten, fand ich es etwas weird, weil ich habe es auf Englisch geguckt, weiß nicht, ob ihr aufs Deutsch geguckt habt. Und da fand ich es dann schon komisch, so ein bisschen. Hä, die reden alle so, also nicht mal mehr ansatzweise akzentfrei, also wirklich englischer Akzent, so richtig so. Da hatte ich auch kurz, aber dann ist man dann so schnell, war ich dann drin in dieser Materie, dass ich das einfach dann ausgeblendet habe. Und dann habe ich mich dran gewöhnt. Da war wie so ein. Ja, aber ich sag mal so, ändert es etwas an der Aussage dieser Serie? Ändert es etwas an der Qualität dieser Serie? Nö, eigentlich also, finde ich nicht. Ich meine, ich kann den Punkt verstehen, ich will den auch, sag ich mal, insofern respektieren, aber. Er würde mir niemals, und selbst wenn die jetzt gebrochen Englisch gesprochen hätten, also so getan würde, also getan hätten, als wären es Russen, die halt Englisch sprechen, selbst dann ändert es ja nichts an der Aussage dieser Serie, die sich ja nicht nur auf die Gefahren der nuklearen, des nuklearen Zeitalters bezieht, sondern eben halt auch auf diesen ganzen Staat. Ganzen Apparat, also diese Bürokratie-Quatsch und so, ja. Und halt auch, es hindert ja auch nicht daran, das Leid zu vermitteln, was da teilweise rübergebracht wird. Ja. Also. Beste Szene ist meiner Ansicht, also eine meiner Lieblingsszenen ist tatsächlich die, wenn die Bäuerin da ihre Lebensgeschichte erzählt und am Ende der Soldat halt das macht, was er macht. So, das fand ich mördernd, aber auch die Hundeszene. Eieiei, als er da. Dass man sich aber dafür Zeit gelassen hat, finde ich halt vor allem. Das fand ich auch, weil es immer schlimmer wird. Du siehst am Anfang schon einfach miese Situationen, wo du dir denkst, ey, möchte ich eigentlich nicht machen. Oder möchte ich halt auch kein Hund sein oder keine Ahnung. Ich fand vor allem in dieser, ist ja quasi eine lange Szene. Ich fand vor allem diesen Typen, der ihn einweist, sozusagen, dieser Veteran-Soldat. Schieß nicht auf mich, der Typ, ne? Ja, der war super gut gespielt auch und so. Der Fares. Ja, genau. Ja. Und ich fand sein Leid auch im Spiel total gut gemacht. Also er sieht sofort, dass der junge, kleine Grünschnabel, der hier gar nicht hingehört, so. Weißt du, wer das ist übrigens? Nee. Hast du Killing of a Sacred Deer gesehen? Hab ich nicht gesehen, ne. Ja, okay. Aber das fand ich gut. Und auch dieses ganze davor hervorgehende, und das meine ich jetzt wirklich nicht mehr als Gag, weil sondern dieser Lendenschutz, den sie sich da bauen mit Blei, um irgendwie um die Eier zu schützen. So. Das fand ich total, das hat mich total berührt, ich fand das ein gutes Stilmittel, um zu zeigen, wie sinnlos das ist, was die da machen. Als ob das jetzt was bringt, ein bisschen Blei irgendwo drüber, weil das ist ja total offen alles, die Strahlung kommt von überall und so, kriegst du ja trotzdem. Also ich glaube nicht, also das fand ich ein bisschen. Wusste ja keiner wirklich, ich meine, das hat ja die erste Folge schon präsentiert, wie gehen wir jetzt damit um? Erstmal verheimlichen und dann, ne? Aber ich fand diese Folge vor allem, also da haben viele auch wieder kritisiert, ja, aber den Typen, mit dem hat man vorher nichts erlebt, auf einmal ist er da und wir erleben seine Geschichte da als Grünling. Wo ich gedacht habe, aber das ist doch genau in dieser Serie irgendwie der Fall. Du hast viele verschiedene Nebencharaktere, wo wir deren Leid in dem Moment erfahren. Mhm. Und ich fand super, dass man auch diese, wir müssen jetzt diese ganzen Tiere umbringen, nicht, dass die das noch irgendwie. Ich fand das super, dass man das überhaupt aufgegriffen hat. Man hätte ja auch sagen können, weg damit. Aber hätte noch nicht mal so weit gedacht. Nee. Als sie dann ihre ganzen, sag ich mal, Sicherheitsmaßnahmen durchgehen und so weiter, auch wieder, ne, fiktional, Entschuldigung, wenn Legasov da in dem Zentralkomitee
oder in dem Politbüro steht und dann die ganzen, sag ich mal, Konsequenzen erzählt und von den Maßnahmen berichtet und so weiter. Ich habe noch nicht mal so weit gedacht, darüber nachzudenken, so, ja, okay, sie müssen jetzt halt die ganzen Tiere abknallen. Ja. Also, all so Sachen, all so Details, die damit reingespielt haben. Damals. Und Waldroden auch. Ja, es ist lange her, man hat schon irgendwie schon echt richtig aus dem Kopf verdrängt. Mhm. Und jetzt das alles so wieder zusammengeführt zu bekommen und erstmal so die Ausmaße von all dem irgendwie zu erfassen, in Form einer unterhaltsamen Serie. Ja, und nicht einer, sage ich mal, eher trockenen Dokumentation, weil die Dokumentation gab es auch schon vorher, wir haben sie uns alle nicht angeguckt. Mhm. Wisst ihr das jetzt, Budget? Das Budget? Ja. Nee. Weiß ich gar nicht. Nee, das war eine Frage, ich weiß es auch nicht. Aber was ich auch noch finde ich erwähnenswert finde, ist, dramaturgisch fand ich die Entscheidung extrem gut. Die Reihenfolge der Ereignisse, wie es erzählt wurde, das fand ich nahezu perfekt. Es ist ja auch total eigentlich so ein absolutes normales No-Go. Ja, in den ersten 5 Minuten stirbt der Held sozusagen. Er bringt sich da irgendwie um und dann denkst du, das macht man ja einfach nicht. Man baut ja erstmal auf. Aber es war so gut, allein diese Szene, dieser einsame Typ in seiner Wohnung. Und du kannst so viel ohne Worte gesagt schon. Und auch fand ich auch super, wie sie die Explosion überhaupt zeigen. Es war keine Effekttascherei sozusagen, mega CGI, sondern eben, dass es in der Ferne zu sehen war. Das fand ich genial. Dass wirklich ein Kilometer entfernt nur einmal so ein Lichtblitz und so ein Puff und die Fenster vibrieren ein bisschen, ein paar sind eingebrochen. Ja, oder halt so, damit die Klammer zu machen, ne? Ja, genau. Das meine ich, deswegen kam ich ja gerade, ich rede mich in Rage bei Chernobyl, weil ich es so gut finde. Und genau, und diese ganzen Puzzle, wie die, gerade Folge 4, dachte ich zum Beispiel, Alter, ich war danach echt fertig so, weil es so beklemmt war und was du auch sagtest, ich finde es nämlich genauso wie du, dass es gut ist, dass sie es mit den Hunden gezeigt haben, weil es und auch super mutig ist, sowas zu zeigen, weil damit verscheuchst du eigentlich mittlerweile jeden auf der, oder das ist mittlerweile immer schon, Tiere töten, vor allem nicht Hunde, so, da flippen die Leute aus. Und nicht, dass ich das geil finde, sondern es ist einfach mutig und es ist einfach extrem beklemmend und es bringt noch mehr, unterstreicht halt noch mehr dieses krasse Problem, was sie da hatten. Und ich dachte so nach der 4. Folge, okay, krass, und dann kommt ja die 5., die ist ja noch krasser mit diesem ganzen Prozess. Und all diese Puzzlestücke, die haben so, und die Bergarbeiter, und alles hat einfach so kleine Etappen gehabt, dass du nie das Gefühl hast, es hat eine längere Länge hin, ich muss jetzt warten, bis was Großes kommt, sondern der hat das perfekt zusammengestückt. Jeder Aspekt war interessant, fesselnd oder irgendwie emotional greifend. Ja. Und vor allem dieses Fesseln. Die Story ist ja übrigens wahr, nur ganz kurz, für die, die es nicht wissen, also von der Frau von dem Feuerwehrmann, die ist ja wirklich wahr, diese Person gab es halt wirklich auch, und die hat das auch durchlebt, und die hat übrigens überlebt und lebt, ich weiß nicht, ich glaube sogar heute noch, und hat auch noch Kinder bekommen. Also die hat, ja, steht die das hat nicht sogar im Abspann? Genau, das steht, ja, steht, stimmt. Das ich glaube, in ihrem Fall steht das sogar im Abspann. Ja, stimmt. Aber es ist nicht tot geboren, ihr Kind. Nee, sie hatte natürlich Failed Carriages, und dann wurde, die Ärzte haben ihr wohl gesagt, du kannst nie wieder Kinder gebären, und sie hat das dann. Ja, das steht am Ende nämlich auch noch im Abspann drin. Aber es fand ich einfach wunderschön, auch, dass er sich so eine Story rausgepickt hat und man einfach die ganze Zeit auch, finde ich, so ging es mir, gewusst hat, diese Story erzählt er jetzt nicht, weil die besonders krass war, sondern man hat immer das Gefühl, das ist einfach eine repräsentative Story, weil es vielen Leuten genauso wie ihr ging, sozusagen, die irgendwie Angehörige verloren haben oder die mit diesem Problem umgehen müssen. Fand ich einfach wahnsinnig. Aber die hatte sich unter anderem auch in einer Dokumentation, glaube ich mal, da gab es ein Interview mit ihr, und da erzählt sie halt über die ganzen Vorkommnisse, das halt auch, wie gesagt, wie es dazu kam, dass das Kind erst nach der Geburt gestorben ist und so weiter und so fort. Aber auch da muss ich sagen, der Effektivitätswillen oder beziehungsweise einfach um eben das dramaturgisch so zu erzählen oder voranzubringen oder eben zu gestalten, finde ich das vollkommen legitim. Ja. Leute, wir haben noch ein kleines Schmankerl für euch am Ende. Ungewöhnlich, aber irgendwie haben wir gedacht, heute wär's doch mal irgendwie, wir drehen's mal um den Spieß. Wir zeigen euch jetzt nämlich, wir haben noch einen Trailer von Chernobyl. Da gucken wir gleich noch mal gemeinsam drüber, sozusagen, um aus unserem Fazit, zu dem wir auch noch kommen, also, rauszukommen. Für mich auf jeden Fall definitiv eine der Serien des Jahres, wenn nicht sogar die beste Serie des Jahres. Und ich glaube auch, demnächst, wenn man über Serien oder Miniserien sprechen wird, da wird Chernobyl immer ziemlich Maßstäbe setzen wahrscheinlich. Immer, also mit Sicherheit genannt werden oder zumindest als leuchtendes Beispiel genannt werden, wie geil eine Miniserie sein kann. Aber auch, dass man sich trauen kann, genau so einen Stoff anzufassen. Deswegen habe ich gerade nach dem Budget gefragt. Weil ich mir gedacht habe, vor allem diese mutige Sache mit den Hunden, das zu machen und dafür Geld rauszuhauen. Wenig kann eine Riesengefahr. Nee, ist so gut gefilmt auch und so. Kann ich wenig sein. Das muss schon. Weißt du, wer der Regisseur ist? Nee. Kennst du noch Stuckabo? Nee. Here we go again. Here we go, go, go. Was ist nice. Und damit ab in den Trailer. Keine Ahnung. Das hätte ich gerne voll mitgesehen. Du kennst nicht Stuckabo? Doch, ich zeig dir das Lied gleich mal in der Pause. Zeig mir noch mal den Tanz vor allem. Pass auf, den Tanz kann ich dir gleich nachmachen, wenn die Kamera aus ist. Ja, Leute, wir haben auf jeden Fall auch noch was anzukündigen. Sky Ticket könnt ihr natürlich euch mal besorgen. Und wir haben da irgendwie noch ein kleines Angebot, haben wir, ne? Das steht da.
Das steht da. Genau. Steht an der Bauchbinde. Also, falls ihr Tschernobyl gucken wollt, brauchst du eine Brille? Läuft nee, auf Sky. Ich hab's gar nicht gesehen. Läuft auf Sky, könnt ihr euch über Sky Ticket, glaube ich, genau, bestellen. Genau, läuft bei Sky Ticket in dem Sky Entertainment Paket. Oder genau, in dem Sky Entertainment Paket. Auf jeden Fall über Sky macht's. Allein dafür lohnt sich's wirklich. Und dann könnt ihr auch Benji gucken. Und dann könnt ihr auch noch Benji gucken. Siehst du, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So, wir gehen aber kurz in die Werbung und wir gucken den Trailer an. Noch. Ah, nee, genau. Wir gucken jetzt noch den Trailer an, deswegen meine ich ja. Wir gehen nämlich heute mal raus aus der Besprechung mit einem Trailer. Alle haben ihr Fazit abgegeben. Wir finden's alle richtig geil. Guckt euch das bitte an. Und jetzt gucken wir in den Trailer einfach nochmal, um mit schönen Bildern rauszugehen. Und wir gehen dann direkt in die Werbung. Schöne Bilder. Bis gleich. Badabinch wird präsentiert von Fritz. So, willkommen zurück zu unserem letzten Live-Part mit Ren Kühn als Gast. Ich bin echt fasziniert, das ist wirklich, eigentlich ist nur die Mitte gut beleuchtet und wir sitzen alle so. Sieht auch diese Hose so komisch aus. Sie ist so ein bisschen grünlich auch, ne? Ist auch so ein bisschen so, ich hab versucht schon die ganze Zeit irgendwie so zu sitzen, dass es nicht einfach scheiße aussieht. Ich habe gehört, Senf ist die Farbe des Sommers. Aber ja! Wie modebewusst bist du denn? ich habe gehört, dass bei Männern die Hose scheißegal ist, sondern die Schuhe das Wichtige, der wichtige Part ist. Yeah. Und deswegen wird's ein Horror, wenn du die mal ausziehen musst bei einer Party oder so, hast deinen kompletten Look an Ober und Unter, ne? Aber Hose ist scheiße. Also, aber du musst deine Schuhe einfach zeigen. Zeig denkst du es nicht viel interessanter, dass wir mal alle erfahren, wo du denn gehört hast, dass Senf die Farbe des Sommers ist? Hä? In der Sowjetunion vielleicht. Ja. Im Jahr 86. Ich habe gedacht, ich hole mir eine schöne sommerliche Cargohose, ein bisschen luftig locker. Ich schwitze mir übelst einen ab. Gute Überleitung, 86. 86, Ja. 33 Jahre, wichtige 33 Zahl. Ja. Leute, es geht um Dark. Wir wollen jetzt ein bisschen über die zweite Staffel Dark sprechen. Weißt du was, kleiner Funfact? Alle sterben. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, war unsere allererste Folge bei der Binge war Dark. Kann das sein? Ich glaube nicht. Ich weiß auf jeden Fall, sie war Santa Clarita Diet, aber. Kann das sein, dass der Dark auch dabei war oder war das die zweite oder dritte? Egal, hey, schaut's doch mal nach. Einfach YouTube eingeben, Better Binge, und dann checkt ihr das. Und vorher checkt ihr mal bitte kurz diesen kleinen Einspieler zu unserem Angebitscht. Geil. Angebitscht. Angebinscht. Von Dark. Dark, Staffel 2. Dieser Text wurde von meinem zukünftigen Ich verfasst und ist damit obsolet, denn alles ist der Anfang, aber auch gleichzeitig das Ende. Es ist unausweichlich, dass ihr weiter Badabin schaut. Zukunft ist Vergangenheit und Vergangenheit ist Zukunft. Sigmundus Creatus est! Die zweite Staffel Dark könnt ihr auf Netflix schauen. Die Folgen haben eine Länge von 60 Minuten und die ganze zweite Staffel umfasst 8 Folgen. Ja. Sigmundus Creatus est. Weißt du, was es übersetzt heißt? So und so wurde die Welt erschaffen. Sehr gut. Aber ihr habt natürlich wahrscheinlich, ihr auch wahrscheinlich, oder? Ich meine, wie war es bei euch? Ihr habt jetzt mitbekommen, Dark, zweite Staffel, und man saß da und hat sich gefragt, was ist eigentlich in der ersten Staffel nochmal passiert? Es ist ohne Witz 70% des Grundes, warum ich heute hier bin, weil ich mir das anhören will. Weil ich wirklich, ich hatte so Probleme bei der zweiten Staffel. Aber kommen wir gleich noch zu verstehen. Also nur, nicht weil es scheiße war oder so, sondern einfach um zu verstehen, was war da nochmal los? Ich habe auch die vier Folgen haben wir geguckt. Genau. Ich habe die geguckt und habe danach geguckt. Ich guck nochmal die erste. Ja, hab ich auch Wenn gemacht. Du die erste guckst und dann die zweite direkt im Anschluss, dann verstehst du es auch. Ja. Aber du musst es gesehen. Also ich war auf YouTube Recaps und so angeschaut, um Leute, die es zusammenfassen. Aber das waren immer nur so Interpretationshypothesen. Aber deswegen, heute kriegen wir ein bisschen was von dir zu. Also du, ich versuche nur den Anfang zu rekapitulieren. Es geht um eine Kleinstadt namens Winden. Winden, ja. Die ist vor allem für sehr schlechtes Wetter bekannt. Also es regnet halt ständig und für ihr Atomkraftwerk. Und in dieser Kleinstadt ist ein Abiturient namens Erik verschwunden. Ein paar Leute glauben, er ist erste Staffel jetzt übrigens erste mal, ne? Staffel, erste genau. Staffel, ja. Ein paar Leute glauben, er ist davon gelaufen. Andere, wie gesagt, rätseln darüber, ob er halt wie er verschwinden konnte. Und eine Gruppe seiner Mitabiturienten ist jetzt aber auf der Suche nach ein paar Drogen, die er angeblich bei den Windener Höhlen unter einem Gleis versteckt haben soll. Deswegen zieht diese Gruppe von Jugendlichen mitsamt des Bruders von einem der Jugendlichen abends, nachts in den Wald zu den Windener Höhlen, wo sie ein merkwürdiges Geräusch hören. Und naja, auf dem Weg nach Hause ist der kleine Mickel verschwunden, denn der ist in diese Höhle gegangen. Ja. Und taucht plötzlich im Jahre 1900,
86 oder ja. 83? Nee, 33 Jahre zurück, 86. 86. Taucht im Jahre 1986 plötzlich wieder auf, muss feststellen, dass in seinem Haus ganz andere Menschen wohnen. Parallel dazu versuchen natürlich die Menschen der Zukunftswinden herauszufinden, was ist jetzt auch mit Mikkel passiert. Also 2019. Es war 2019 direkt von Anfang an, es war ja. nicht 2018. Genau. Rechne doch einfach 33 ja, Jahre. Okay, 1986. Jetzt bring mich doch durcheinander. Ja, go! Ja. Und man versucht halt im Verlauf. Endgegner, wir brauchen Endgegner da. Ich mal gucken. Okay. Ich könnte jetzt ein bisschen was rekapitulieren. Ja. Auf jeden Fall versucht ein Polizistengespann von einer, dargestellt durch einen Mann namens Ulrich Niesen und Christiane Doppler, seine Partnerin, versuchen nun rauszufinden, was mit Mikkel passiert ist. Ja. Aber gleichzeitig finden sie eine Leiche eines Jungen, dessen Augen und Kopf halt schon so ein etwas stärker verbrannt ist, dessen Herkunft sie nicht wirklich klären können. Und daraus entspinnt sich halt eine Geschichte, die ungefähr 4 Familien umfasst und halt die Verstrickungen und Verbindungen, Verknüpfungen, die dunklen Intrigen und Geheimnisse über 1, 2, 3 Zeitzyklen. In der Staffel 1 noch, ja. In der Staffel 1 offenbart. Das klingt alles ein bisschen komisch, aber wir haben für euch jetzt noch mal eine Recap-Geschichte, ein Recap-Video, was alles in der ersten Staffel passiert ist. Haben wir von Netflix bekommen? Und das wollen wir euch jetzt zeigen, damit ihr auch noch mal so ein bisschen besser im Bilde seid, was in der ersten Staffel passiert. Extra für uns hat Netflix was geschnitten, das ist doch schön. Ja, nicht nur extra für uns. Ja, doch. Ja, extra für uns. Abfahrt dafür. Viel Spaß. Was ist das? Los, komm laut! Komm. Mikkel! Mikkel? Kreis Winden. Ein erneuter Vermisstenfall erschüttert die Stadt. Als ich klein war, hatte ich immer das Gefühl, dass mit Winden irgendwas nicht stimmt. Dass sich alles wiederholt. Alles ist genauso wie vor 33 Jahren. Irgendwie gehört das alles zusammen. Weiß nur nicht wie. Mein Sohn ist verschwunden. Ich kann nichts tun. Da ist eine Tür mitten in der Höhle. Die führt auf das Gelände vom Kernkraftwerk. Da oben stimmt was nicht, das weiß ich. Ich möchte, dass er das für mich baut. Sagen wir, es ist etwas, das den Lauf der Zeit gerade rücken wird. Schaffen einer Zeitmaschine, die alles neu sortiert. Den Anfang und das Ende. Wurmloch verbindet nicht nur 2, sondern 3 Dimensionen miteinander. Nicht nur die Vergangenheit beeinflusst die Zukunft, auch die Zukunft beeinflusst die Vergangenheit. Lieber Jonas, dies ist meine Wahrheit. Am 4. November 2019 bin ich durch die Zeit ins Jahr 1986 gereist. Aus Mikkel wurde Michael, der niemals wusste, wohin er gehört. Auch wenn du es jetzt nicht glauben willst, das da ist dein Vater. Wenn du es gewusst hast, warum hast du es dann nicht verhindert? Ich habe jetzt noch eine Oma und die ist Direktorin an meiner Schule. Ihr Mann, der nebenbei meine Mutter fickt, sucht seinen Sohn, der mein Vater ist. Bring Mikkel jetzt wieder zurück und bring alles wieder in Ordnung. Hast du dich noch nicht verstanden? Bringst du ihn jetzt zurück, dann löschst du deine eigene Existenz aus. Wer ist der Nächste? Du musst aufhören. Alles, was Noah sagt, ist eine Lüge. Er will die Welt nicht vor dem Bösen retten. Er ist das Böse. Gleich findet alles seinen Anfang. Der ältere Jonas wird das Loch zerstören. Aber was er nicht weiß, ist, dass er der Auslöser dafür sein wird, dass es überhaupt existiert. Ein Paradoxon. Ich bin du. Das Cäsium in seiner nutzlosen Maschine ist nicht dafür da, das Loch für immer zu vernichten. Es ist dafür da, es überhaupt erst entstehen zu lassen. Solange wir in der Zeitschleife sind, wir wissen, wenn dafür sorgen, dass jeder Schritt genauso getan wird wie zuvor. Die Frage ist nicht, wer die Kinder entführt hat, sondern wann. Ich hatte recht, Helge Doppler. Aber nicht jetzt, sondern 1986. Wenn es dich nicht mehr gibt, wird das alles passieren. Was haben Sie mit den beiden Jungen auf der Baustelle gemacht? Du entscheidest, welche Geschichte du erzählen willst. Er denkt, er sei der Erlöser. Aber Claudia hat ihn belogen. Es ist soweit.
Jahr ist es? Willkommen in der Zukunft. Ja, wir das möchte ich jetzt nicht sagen. Ja, wir waren jetzt schon, wir waren so fleißig schon am Diskutieren, gerade während diesem Trailer, weil natürlich die ganzen Erinnerungen wach werden. Ja, also wie war das nochmal? Man hat in der ersten Staffel 3 Zeiten. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, sehr gerne. Du darfst alles machen. Ja, mir. Es tut mir leid, aber wir haben ja schon wirklich breit über die erste Staffel schon mal ausführlich geredet. Deswegen würde mich mal ein bisschen. Ja, genau. Guck doch, wenn euch das aber trotzdem interessiert, genau. Können wir auf unsere Folge Bada Binge über die erste Staffel direkt mal verweisen. Sehr schlau. Genau. Und dann würde mich nicht mehr so ein bisschen halt auch vor allem erstmal Renz. Ansicht zu Dark interessieren, weil wir haben ja, wir haben schon oft über die Serie gesprochen und genau. Deswegen, wie hast du es aufgenommen, wie ist bei dir, sag ich mal, also die erste auch die Begeisterung auch. Jetzt, sag ich mal, sich für Staffel 2 zu investieren? Ist doch eine billige Kopie von Stranger Things, das ist ja ein klar. ich hab's auch gehasst, dass das alle gesagt haben und es liegt natürlich am ersten Trailer, glaube ich, ursprünglich damals. Der wirkte halt schon auch mit dem Feeling, mit der Musik und so und dann mit dem Wald. Ja, es gab Parallelen. Taschenlampe, und dann hat man ja, dann hat man aber versucht, dagegen zu arbeiten. Ey, das Drehbuch wurde eingereicht, wo Stranger Things noch gar nicht existierte, etc. Mhm. Ich finde, es hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja. Ich finde, Dark ist zwar extrem verwirrend. Man braucht eventuell wirklich einen Stammbaum oder sich eigene Notizen machen, damit man das alles noch so beibehält. Aber ich finde, schauspielerisch ist es gut. Es gibt zwar ein, zwei Ausnahmen, wo ich gedacht habe, okay. Typisch deutsch. Ja, leider typisch deutsch. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich gut gespielt und die Geschichte ist so verwirrend, dass es halt Spaß macht. Ich finde die Zeitreisegeschichte extrem gut verworren, so dass es aber auch Sinn trotzdem noch ergibt, wenn du einmal drin bist. Ich glaube, die ersten paar Folgen sind extrem schwierig. Wenn du dich dann aber öffnest dafür und ganz am Anfang, wo die Serie rauskam, war ja noch gar nicht bekannt wirklich, dass es eine Zeitreiseserie theoretisch ist. Wenn man dann aber sieht, wie die alle zusammenhängen und auch diese vier Familien zusammenhängen und wie die Auslöser sind, es ist mega. Also ich finde, ich habe selten, egal in aus welchem Land stammt, so eine gute Serie gesehen, die auch in sich stimmig ist, obwohl sie nicht alle Fragen beantwortet. Schön, schön zusammengefasst. Ich glaube, total auch passt genau zu dem, wie wir die Serie damals empfunden haben. Ja, und vor allem halt, dass diese Serie jetzt, und das finde ich halt, da können wir direkt auch mal dann so ein bisschen schon auf Staffel 2 vorweggreifen. Ob man das jetzt mag oder nicht, was in Staffel 2 passiert, ja, oder wie die Geschichte weiterführt. Ich finde aber, also das Schönste an Staffel 2, was ich bisher gesehen habe, anhand dieser vier Folgen, ist einfach die Festigung dessen, was die mit Staffel 1 schon gemacht haben und was uns so ein bisschen aus diesem für eine deutsche Serie-Mief befreit hat, sage ich jetzt mal so. Also du musst diesen Satz gar nicht mehr in Erwägung ziehen. Es ist einfach eine Fantasy-Serie oder eine Mystery-Serie, die jetzt halt nur mal hier aus Deutschland kommt, aber die, sag ich mal, von der Optik, von der Inszenierung, fühlt sich etabliert von an. Der Stimmung, es fühlt sich etablierter an und es fühlt sich aber halt auch qualitativ genauso hochwertig an, als würde sie jetzt aus England, aus Frankreich oder aus Amerika kommen. Also ob ich jetzt Fringe habe oder jetzt Dark, finde ich, da gibt sich jetzt nicht mehr so viel was. Also da kann ich nicht irgendwie sagen, ja, diese Boss Amerika, die ist automatisch besser. Nein. Genau. Nee, es ist genau, wie das gerade, es ist etabliert einfach. Ich fühlt sich wie so ein eigenes Franchise fast schon an, sozusagen. Die haben sich da gefunden einfach, glaube ich. Aber es ist auch nicht so ein Einheitsbrei. Also ich glaube, und ich meine, die wurde ja auch international gefeiert. Es ist ja jetzt nicht so, in Deutschland war halt, ist halt immer das Problem mit deutschen Sachen. Aber der Bo Oda, da hat sich auch so, oh Mann, ey. Ja, aber er hat einen Exklusivdeal mit Netflix bekommen. Yeah. Ne? Also, dem ist das wahrscheinlich egal. Netflix, das wäre geil, wenn es wirklich so hieß in Deutschland. Netflix! Du hast gerade wegen der Motivation, Staffel 2 zu gucken, gefragt. Ich musste den Trailer oder Teaser oder so gar nicht erst gucken. Es war mir egal, weil ich wollte von Anfang an diese zweite Staffel sehen. Ich fand zwar, und das ist so das Einzige, was ich ein bisschen negativ fand, am Ende der ersten Staffel, wo es dann, das darf man sagen, weil erste Staffel muss jeder geguckt haben, damit er hier mitreden kann, in der Zukunft landet, sprich in der vierten Zeit. Ja. Das wirkte alles so ein bisschen gewollt. Also es wirkte so ein bisschen, okay, was wollt ihr mir jetzt zeigen? Das Ende, ne? Ja, haben wir auch genau, lustig, haben wir genauso kritisiert. Hat mich so ein bisschen. Bisschen billiger Cliffhanger, damit wir weitermachen können, so, ja. Aber ich fand's trotzdem die erste Staffel so gelungen, dass ich mehr sehen wollte. Und deswegen auch so, wo die Presse verteilt, also die Screener kamen, durchgesuchtet. Mhm. Und hab gedacht, ach Leute, jetzt echt Schluss, ich möchte jetzt mehr wissen. Ja. Was ich aber schön finde. Und das sollte jedem, der Serien liebt, einfach klar sein, wenn schon die Macher sagen, pass auf, wir machen 3 Staffeln, danach ist Schluss, wir erzählen diese Geschichte auf diesen drei Staffeln. Das kann eigentlich nur gut sein, wenn eine Serie nicht so komplett auseinandergenommen wird, nur damit man jedes Jahr eine neue Staffel bringen kann.
Und das sagt schon alles über die Serie aus. Aber ich muss tatsächlich sagen, auch wenn wir uns am Ende der ersten Staffel skeptisch über das Zukunftsszenario geäußert haben, ja, und auch, ob die das wirklich stemmen können. Ich muss jetzt sagen, so wie Staffel 2 dieses Setting etabliert und was sie davon zeigt, finde ich eigentlich ganz okay. Also da übernehmen sie sich nicht, da versuchen sie nicht zu viel oder über ihre Möglichkeiten hinaus. Ich glaube, die Drohne war das Problem. Du meinst das Zukunftssetting jetzt? Genau, ich meine das Endzeits- oder ich fand es deutlich besser vom Aussehen, wie also, wie du schon sagst, ich fand in der ersten Staffel wirklich, haben wir es auch damals, glaube ich, gesagt, es wirkte wie so ein Platzhalter. So im Sinne. Wir haben jetzt noch am Ende geschrieben, weil ich glaube, wir haben so eine geile Serie gemacht, die müssen wir weitermachen. Und dann wirklich, es war ja nur diese eine Szene, wo sie mit der Waffe auf diesem komischen Mad Max-Truck da. Willkommen in der Zukunft. Okay, jetzt ein bisschen Cliffhanger-mäßig, aber. Genau, stimmt, bin ich voll bei dir. Also, ich finde es eher noch viel besser. Es sieht wirklich total hochwertig aus. So. Du bist auch sofort, du kommst sofort rein. Ich finde, in der zweiten Staffel, du fängst ja sehr früh an. Wir können ja sagen, es ist in der Zukunft, aber du kommst sofort rein. Du bist sofort drin in dieser Welt, ohne dass es so billig wirkt. Genau, es ist wirklich eine komplett andere Zukunft als in der letzten Folge. Ja, und die schaffen es halt auch immer nur, also einen Ausschnitt zu zeigen oder Ausschnitte aus dieser Zukunft zu zeigen, ohne sich halt allzu sehr auf Greenscreens und digitale Effekte verlassen zu müssen. Aber ja, man wenn man mal schon den Vergleich anstellt zwischen Tschernobyl, ne, was da teilweise für Greenscreen-Hintergründe waren, also wie sie halt einfach dass die Ukraine, sag ich mal, der damaligen Zeit auch in weiter Fläche rekreiert haben, das müssen sie hier nicht machen, aber sie erliegen auch nicht der Versuchung, das zu machen. Ne? Nee, ich finde das eigentlich ganz schön. Es bleibt immer, man sieht immer nur schemenhaft, das ist halt die Zukunft, so ein bisschen dieses Apokalyptische und sowas, aber genau, und die müssen ja nicht rauswinden. Ich glaube, es ist alles. Es ist wirklich realistisch. Auch diese fliegenden, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt wirklich nichts spoilern. Also diesmal wirklich aufpassen. Weil ihr sollt das unbedingt gucken am Freitag. Ey, eine Drohne gab's aber so der ersten. Ja, aber deswegen sage ich. So ein bisschen, so ein bisschen Terminator 1-mäßig. So, weißt du, so, die fliegen da rum und so mit ihren Lampen und so. Aber es war gut. So ist aber Dark nicht. Also so ist die zweite Staffel nicht. Nee, aber ich meine, diese fliegenden Viecher, weißt du? Die so absuchen und sowas. Ja. Das ist ja schon so ein bisschen so ein Bild, was einem suggeriert wird, okay, da mehr brauchst du ja nicht, um zu checken, okay, so ist wohl die Zukunft, da ist irgendwas im Argen. Mehr musst du ja nicht erklären. So, muss abgefuckt aussehen, die Drohnen fliegen rum, okay, irgendwas ist gefährlich. Glaubt ihr denn, dass, also, wir wissen alles, geht um Zeitreise, ja? Und wir wissen, das hat sich jetzt schon über einen bestimmten Zeitraum erstreckt. Auch wenn dieser Zeitraum etwas eingegrenzt war. Ja. Glaubt ihr am Ende der Serie? Wir wissen es selbst nicht. Wir haben jetzt die zweite Staffel nur vier Folgen von gesehen. Einfach mal in den Raum spekuliert. Geht es darum zu sagen, das Schicksal ist unausweichlich? Oder du kannst immer noch die eigene Ja, du kannst es immer noch eigen gestalten. Diese leichte Frage gebe ich gerne den Gast einfach mal ab. Ich wollte gerade genau das. Der Gast hat bei uns das erste Wort. Ganz einfach. Ich muss ja mal ein bisschen hier in Diskurs reinbringen. Ist gut. Extrem gute Frage, das stimmt. Ja, es ist philosophisch. Ich könnte es nicht beantworten, weil in dem Moment, wo du sie jetzt gestellt hast, war ich so ratter. Ja. Finde ich schwierig, weil die große Frage ist in der Serie auch, wann hat es angefangen? Na, also nur weil es in der Vergangenheit die Vergangenheit ist, heißt es nicht, dass in der Vergangenheit der Anfang der Geschichte sozusagen war. Was wir ja durch dieses Paradoxon allein schon durch diese Maschine, die wir da auch in dem Trailer gesehen haben, diese Zeitmaschine, die existiert ja nur, weil derjenige mit der Zeitmaschine zurückgereist ist und demjenigen genau erklärt hat, wie er sie bauen soll. Aber auch das Buch. Ja, aber auch das Buch. Ja, genau. Na, aber ich glaube, es geht viel um Kreisläufe einfach sozusagen. Und es gibt ja das gab's in der ersten Staffel schon, also Noah soll wohl, so wird's in der ersten Staffel dargestellt, der bisschen bösere sein, der Antagonist zu quasi einem eher helleren, ich glaube, es ist halt, Jonas. Wie heißt der? Jonas, genau. Und der halt am meisten weiß in der ersten Staffel sozusagen. Und das ist ein bisschen so dieses Gegenspiel. Das ist ein bisschen, ich muss dazu sagen, hab mich teilweise erinnert es mich so krass stark an Lost einfach so. Es gab ja damals, wenn man sich erinnert, Jacob, und da gab es ja auch so ein bisschen so eine biblische Anmutung, ne? Es ist so gut gegen böse, der ewige Kampf. Die wollen eigentlich, die steuern so ein bisschen die Menschen und eigentlich will man das irgendwie zum Ende bringen, so mehr oder weniger. Und das ist ja auch bei Dark so ein bisschen das Thema. Das heißt, deine Frage zu beantworten, ich glaube, es geht mehr um tatsächlich in eine religiöse Richtung, wird das eher gehen. Ich glaube, es ist wirklich so dieser ewige Kampf zwischen dem Satan und Aber dann wär's
Gott oder was auch immer. Aber und dann wäre es in vorgefertigte Bahnen? Also dann wäre es einfach der, dann wäre der Weg vorbestimmt? Ja. Die wirken doch immer so. Ja, ja, ich weiß, aber so gelangweilt immer so. Was ja. wir ja anhand auch der ersten Staffel erfahren haben, ist ja nun mal, dass Jonas, hm. ob jetzt nun als Junge, jetzt inzwischen. Den haben wir in drei gesehen in der ersten Staffel, ne? In der Form, dann so in Mitte zwei. 30, nur in zwei. Nein, wir haben den nur in zwei gesehen. Ah, okay. Nur in zwei. Also hier der mit den etwas längeren Haaren, der so diese Narbe am Hals hat. Und jetzt in der Jungform. Und jetzt am Anfang der zweiten Staffel wissen wir oder weiß der Zuschauer ja, okay, selbst die Jungform ist jetzt schon daran. Oder möchte halt die Zukunft ändern. Er und möchte ähnelt halt sich an, äußerlich. Genau, und man ja. darf sich berühren und treffen. Das war auch immer so, da habe ich ja hingefiel bei der ersten Staffel. Was passiert denn, wenn die sich treffen? Weil man kennt ja Zeitreisenfilme und sowas. Ja. Das ist ja immer das große Ding. Man darf zurück in die Zukunft, die Fotos verschwinden. Aber seit Endgame wissen wir ja auch, dass wir jetzt Zeitreise wieder vollkommen frei und neu gestalten können. Und ob es jetzt so Sinn ergibt oder nicht. Ich glaube, dass dieser göttliche Faktor. Ich glaube, das denkt man, aber es ist nicht wichtig, weil es geht ja im Endeffekt um die Menschen, die das verursachen, was passiert. Und ich glaube, dieses Kreislaufding, es geht darum, aus diesem Kreislauf auszubrechen, um zu zeigen, geht es oder geht es nicht. Ich fände es spannend, wenn es am Ende nicht geht und sie alles tun und trotzdem scheitern, was eventuell sogar teilweise so aussieht erst einmal. Das fände ich auch spannend, wenn's gar, wenn sie es eben nicht schaffen. Aber sein Ziel ist ja, glaube ich, aus dieser Schleife auszu. Also der langhaarige Jonas, der 40-jährige Jonas. Also der, ich nenne es immer nach Jahreszahl, das ist 2052 muss es sein. Okay, der 52er Jonas, der möchte ja ausbrechen, zumindest was er da gesagt hat. Und versucht ja auch, den jungen, ungestümen Jonas noch in der ersten Staffel. Jonas will ja nur zurückkommen in seine Zeit, das ist genau, ja sein größtes Ziel. 2019, und, da will er hin. Und Mikkel eigentlich erst holen. Ja, und Mikkel noch holen, genau. Ja. Und aber halt auch, wie gesagt, sie wollen ja schon irgendwie ausbrechen, aber er muss dem seinem jüngeren Ich ja noch erklären, dass er nichts machen darf. Ja, ja. Ja, dass er halt einfach erstmal alles so geschehen lassen soll. So, ja. Ja. Und irgendwie, ja, ich bin hin und her gerissen. Aber auch wurde ja gerade im Recap auch noch mal gesagt, dass Jonas nicht bewusst ist, dass er der Auslöser ist. Ja, wurde ja. gerade im Recap auch gesagt. Und das ist ja dieses Kreislaufsystem. Und in der zweiten Staffel wird es ja noch mal mehr übertrieben eigentlich. Ja. Obwohl erstmal ein paar Antworten wenigstens geliefert werden. Finde ich auch, ne? Das machen sie das ganz gut. Das fand ich ganz gut. Aber wir wurden ja mit einem Cliffhanger eigentlich zurückgelassen, das muss man ja sagen in der vierten Folge. Und da weiß ich nicht, wo es hingeht. Mhm. Also, weil das hat mich extrem. Man hätte, aber die kann haben sich wieder, denken, aber. Aber wieder die vierte Folge, oder? Ging's euch auch so? Also, in der ersten Staffel fand ich vierte Folge, da ging es auf einmal nochmal richtig los. Und ich habe jetzt bei der zweiten Staffel ausgefühlt. Vierte Folge geht's nochmal. Ja, obwohl jetzt halt auch diese zweite Staffel nur 8 Folgen hat, was mich ein bisschen irritiert hat. Ja, gut, genau in der Mitte halt, ne? Genau in der Mitte. Nochmal 4 geile. Ich hoffe es. Aber wir haben jetzt schon so rumphilosophiert. Was kann man denn sagen? Also, ich würde auf jeden Fall mal pragmatisch mitgeben, auch mal den Leuten da draußen, die jetzt am Freitag das schauen können. Ich würde wirklich empfehlen, noch mal vielleicht 1-2 Folgen der ersten Staffel zu gucken. Ich würde also, ganz ehrlich, guckt sie eigentlich durch. Ganz, aber es ist natürlich vielleicht ein bisschen nicht einrichtbar bis Freitag. Aber es hilft nur, Man kann ja Freitag mit der ersten mal anfangen. Ja, stimmt. Aber es gibt auch im Netz ja, für so ein oder andere wie uns, die nichts zu tun haben, dann geht das. Aber es gibt auch in Schriftform im Netz, zum Beispiel auf Wikipedia gibt es den Stammbaum, wo so ein bisschen die Verbindung. Genau, auf jeden Fall informieren. Also wenn ihr jetzt nicht so genetisch veranlagt seid wie Schröck, der einfach sich alles merkt auf der kompletten Welt die ganze Zeit. Und eher so Gehirnsieb seid wie ich. Und die Serie ist ja jetzt auch schon fast 3 Jahre her, die erste Staffel, oder 2 Jahre auf jeden Fall, ne? 2016. Nee, 17, ja. Schaut euch das auf jeden Fall ein bisschen an. Am besten, optimal ist, glaube ich, wenn man die erste Staffel nochmal ganz guckt und dann kommt man richtig geil nahtlos in die zweite über und dann ist es eigentlich viel geiler. Aber ich musste echt oft überlegen, was gerade Sache genau, ist. Du bist sonst reingeworfen. Ich fand das aber eigentlich doch, also ich weiß nicht, bei mir war es, glaube ich, ein bisschen anders. Ich fand es aber echt tatsächlich ganz cool. Ich sitze auch in der ersten Folge da und denke so, oh Scheiße, wie war denn das? Wie scheiße, oh ja, und keine Ahnung, ich komme nicht drauf. Und dann aber. Passiert halt in der Serie, kommen dann immer mal wieder so die ein oder andere kleine Erklärung. Aber ist es dann nicht für dich so ein Gehirnfurz? Ich weiß, was du meinst, man kann sich ja darauf einlassen und dann macht das auch Sinn. Aber ich bin so einer, ich hänge mich dann darauf auf und kann die Handlung gar nicht mehr richtig nachvollziehen, weil ich immer denke, woher weiß ich denn das nochmal? Ja. Irgendwann. Obwohl, das wird gelöst, aber ich finde die Stammbaumnummer wichtig, glaube ich, dass man wirklich nochmal checkt, wer ist jetzt mit wem verwandt oder beziehungsweise wer sieht jetzt wer aus. Weil wenn du dann auf einmal, ich finde zum Beispiel, dass die Mutter von Jonas sieht als Kind so aus wie ein anderes Kind. Also die Schauspielerinnen sehen sehr, sehr ähnlich aus. Und ich war so verwirrt in der zweiten Staffel. Hä?
Was ja eigentlich für ein gutes Casting spricht, ne? Hat's ja vorhin auch gemacht. Ja, aber in dem Fall ist es ja so, dass es zwei verschiedene Darsteller, ja, also nicht auch zwei verschiedene Charaktere sind. Und ich gedacht habe, okay, warte mal, die ist 53, die andere ist 86, aber die sehen so ähnlich aus und das hat mich echt. Ja, ja. Das taube Mädchen ist super gecastet, finde ich, die gut. ältere Version. Da ist und auch eine, sag ich mal, alte Version von einem Charakter, den wir bisher nur in. Welche ältere Version? Ja, ja. Danke fürs nochmal unterstreichen. Ja. Aber jetzt eine ältere Version fand ich auch, haben sie ziemlich gut gecastet von einer der Figuren, die wir bisher nur in der etwas jüngeren Fassung kennengelernt. Ja. Aber Leute, das war's jetzt erstmal. War der Binge schon. Ja, die Zeit ging wie im Flug vorbei. Ren, vielen Dank, dass du da warst. Ich kann nur für mich sprechen. Ich fand's fantastisch, dass du heute hier warst. Danke. Gute Insights gegeben. Ja, kommst du nächstes Mal wieder, ne? Du wohnst ja hier in Hamburg, hast du gesagt. Bist immer herzlich eingeladen. Ja, können wir drüber reden. Aber das sage ich irgendwie jedem Gast und nachher haben wir kommen die sechs Leute sitzen so, die kommen alle am gleichen Tag. Du hast so gesagt, ich bin immer eingeladen. Ja, dann vielleicht kommst du demnächst einfach zu Kilo Plus. Aber wir haben halt auch nur coole Gäste da, deswegen. Ja, das macht ihr gleich nochmal privat. Okay, das machen wir bitte, gleich. Bitte. Leute, wir kriegen jetzt noch 10 andere Videos. Ich will jetzt hier abmoderieren. Ja. Warum denn? Weil da steht Abmod. Und du hast noch 48 Sekunden. Und außerdem sind wir live heute, das ist ja keine Aufzeichnung. Und außerdem ist das der Anfang jetzt von der Sendung. Und das Ende gleichzeitig. Mortum est. Leute, schaut auf jeden Fall Freitag, Dark. Unbedingt. Wir können es auf jeden Fall empfehlen. Die zweite Staffel geht los, diesen Freitag, 21. Juni, auf Netflix. Und ansonsten Chernobyl, auch von uns ein großer Tipp. Sollte man gucken, wenn ihr es nicht noch nicht gesehen habt. Der Hype ist real. Genau. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zugucken. Ansonsten geht nochmal hier auf Renns Kanal, ne? Auf Wiedersehen. Ja. Und schaut jetzt Haus an Haus. Nee, Haus an Haus, Quatsch. Das kommt erst übernächstes Wochenende. Nein, Dienstag ist jetzt gleich, ne? Heute kommt der Dienstag. Heute kommt der Dienstag. Viel Spaß beim Dienstag. Macht's gut. Tschüss. Geil. Lasst ein Kommi da und Links und so. Und Likes, meine ich.